Bisschen. So. Hallo, liebe VR-Freunde, willkommen bei Thomas VR 1975 bei unserem Livestream Sonntag auf Zenith. Und wollte gleich mal schon mal eine Ankündigung sagen. Der gute Patrick von der Zockstube, der Gildenchef, der würde nächste oder übernächste Woche vorbeikommen, für eine halbe Stunde, hat er mal so angekündigt. Wir würden uns natürlich wahnsinnig drüber freuen, auf jeden Fall. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass er wieder mal mit uns eine Runde spielt. Das ist mega cool, das als erstes. Und der Zwerg Sorg macht ja nachher auch seinen Livestream. Und ja, da gibt es ein paar neue Sachen, denke ich mal, wo wir auch mal ein bisschen durchquatschen können. Und das wird bestimmt interessanter Abend. Hoffe ich mal. Ich würde mal die Kamera wechseln und dann würde ich mal nach unten gehen. Und dann würden wir mal starten, würde ich mal so sagen. Also ich gehe mal runter zu den anderen. So, wenn da schon welche da sind. Ich komme auch gleich. Ja, alles gut, Kai. Hallo. Ah, guck, da ist schon der Erste. Der Kreuzen. Servus. Halli, hallo, hallöchen. Ja, der Zwerg kommt nachher auch noch. Läuft, passt. Achtung hinter dir. Ja, machen wir ein paar Runden. Ja, heute machen wir wieder ein paar Runden, so wie gestern und so. Weil der Zwerg wird ja, wie es aussieht, wie er mal angekündigt hat, so eine Anfängerrunde machen. So wie ich mal so verstanden habe. Vielleicht ändert sich das auch noch, ich weiß es ja nicht. Das ändert sich ja immer ganz spontan so beim Livestream. Aber ich bin ja froh, dass du schon da bist. Könnte ich mir eigentlich ein bisschen unterstützen mit meinem Weltmaster. Ach so, ja. 37er Blade Master, mit dem kann ich vielleicht ganz gut aushelfen, aber ich weiß noch nicht. Mal gucken, sonst komme ich einfach bei euch mit. Ja, das sieht man ja, das ist ja kein Thema, ist ja gar kein Problem. Ja. Genau, ich muss ja auch noch ein bisschen was leveln. Easy. Weil ich will ja auch noch an die 50er Sachen rankommen. Weil das wäre wichtig. Das sind Franzosen, okay. Ja, man hört so ziemlich. Mal gucken, wer da vorne steht. Vielleicht ist es ja jemand. Hallo. Deutsch? No, Icelandic. Ah, okay, no problem. Kein Problem. So. Wo ist er jetzt hin, der Kreuzen? Der ist so schnell gewesen. Auf einmal war er weg. Oh, muss man ein Haustier mal streicheln. Guck, da sieht man es traurig. Und wenn man es ein paar Mal streichelt, dann ist das Symbol weg. Und somit tut man das auch, das Haustier hochleveln zum Beispiel. Mit Streicheln. Und natürlich ganz viele fangen, da kann man noch Sachen extra freischalten. Mehr Geschwindigkeit, mehr Angriff, Ausdauer und solche Sachen. Ich kenne mich da nicht ganz so professionell aus, da gibt es welche, da sind Vollprofis dabei, so wie der geliebte Issue, den möchte ich ganz herzlich grüßen. Ich hoffe, er erscheint und dass es ihm wieder besser geht. Ich weiß es ja nicht, was genau los ist. Und natürlich an den Sky, ganz liebe Grüße. Ich hoffe, er kann auch heute mitmachen. Wäre echt schön, weil der hat ein bisschen mit der Augen ein bisschen Probleme. Wäre echt cool. Ah, guck, da erscheint auch noch... Ah, nee, das ist der Kreuzen da vorne. Ich habe da gerade nochmal einen Dulli gesehen. Aber das war doch er. Natürlich um 20.30 Uhr macht der Zwerg seinen Livestream. Das ist ja ganz klar. Da hat er dann ein bisschen mehr Freizeit, wo er sich auch mal ein bisschen vergnügen darf, mit uns abzuhängen, wie es so schön heißt. Ah, guck mal, dann werden Haustiere gebaut.
Schnuck, das macht er richtig cool. Ich glaube, hier muss ich auch noch mal frisch annehmen. Ja, das habe ich nämlich heute alles quittiert. Muss man frisch annehmen. So, dann passt das wieder. Ich hoffe, die Übertragung ist okay. Ton hört man mich auch gut. Hoffe ich doch. Wenn nicht, bitte anschreiben. Vielleicht kann ich was verbessern oder auch ändern. Und mit dem zu schnell bewegen oder sowas, das ist gar nicht so einfach, dass man das dann so überträgt. Gerade im Kampf oder so, das ist schwer. Das ist schwer. Halt es doch. Ah. Hi, Dolly. Hallo. Cool. Passt. Ist doch schön, dass du da bist. Ich hoffe, da kommen noch mehr. Also der Zwerg, der kommt nachher auch noch, auf jeden Fall. Aber der kommt erst um 20.30 Uhr. Und dann würden wir uns eh aufteilen. Anfänger, Fortgeschrittene oder sowas in der Richtung. Und dann würde das ja gut passen. Ich denke mal, da werden schon viele kommen heute. Ne? Bin ich gespannt. Ja, ich auch. Also letztes Mal waren mal ganz schön viele. Und wir warten natürlich alle auf das hübsche Update. Ja, die Bini, die war heute schon auf dem Testserver drauf und das hat aber bei ihr angeblich nicht so richtig funktioniert. Mit dem neuen Charakter, mit dem Ninja. Hat sie mal so reingeschrieben in Discord, wie ich gelesen habe. Weil da zu viele Menschen waren, war einfach zu viel los. Ich dachte, man darf da nicht viel sagen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber da waren halt zu viele Leute angeblich. Ich weiß es nicht, ob stimmt, keine Ahnung. Ich kann nur das mir weitergeben, was ich auch weiß. Okay. Mehr weiß ich leider nicht. So, ich guck mal im Live-Chat, ob da jemand geschrieben hat. Noch nicht, aber schaut schon jemand zu, das ist schon mal cool. Das ist schon mal sehr gut. Ja, sind ja schon einige auch schon, die sind schon unterwegs, die sind ja schon on, wie ich vorhin mal gesehen habe. Okay, die Freundschaftsliste geht wieder nicht, aber die Gildenliste, die geht immer. Chris Sportmarke ist on, okay. Oder? Täuscht das? Hä? Sind es doch so viele da? Ah, doch, das sind alles da. Okay. Der Stefan, der Kai. Dr. Who ist da. Ah, Dr. Who, ja, mit dem muss ich eh noch ein bisschen quatschen. Ah, nee, das ist der Hawk. Der Hawk, genau. Der müsste dann auch noch kommen. Hoffe ich mal. Der Baldu ist auch da. Aber ich denke mal, die werden noch ein bisschen Rage machen, bis es nachher richtig losgeht. Und dann werden wir sehen. Ah, guck, da kommt die Bini, glaube ich schon, oder? Nee, das ist jemand anders. Den kenne ich noch nicht. Ja, das ist immer so schwierig. Man erkennt das immer erst zum Schluss, ob was für eine Gilde oder keine Gilde und die Namen, ist auch immer ein bisschen schwer vom Weiten zu sehen. Das stimmt. Ach, guck, da oben erscheint der Zwerg Sorg, der versteckt sich da ein bisschen hinten, aber kein Problem. Guck, da oben in der Höhe, unter den Balken versteckt er sich, unser geliebter Zwerg. Ist doch schön. Winke, winke. Ist doch cool. Läuft doch. Das ist doch gut. Aber heute ist ganz schön viel Franzosen doch da. Ah, hi. Die ist noch in der Party drinne. Weil ich kann sie nicht hören. Excellent jeu. C'est rare toi d'être français un peu dans le.
Jetzt höre ich dich. Hi. Na? Ich war gerade noch im Gildenchat, ich habe es nicht gecheckt. Ah, okay, ja, ja. Macht nichts. Alles gut. Ja, also da kommen bestimmt noch einige, weil der Zwerg, wie gesagt, der macht ja auch noch seinen Livestream und dann kommen bestimmt ein paar mehr. Ah, guck, da steht da schon der gute Zwerg. Test. Läuft. Ja. Wir hören dich. Läuft. Ach, Gott sei Dank, jetzt endlich. Ah, der Kai ist auch da. Delin ist auch da. Passt doch, wa? Läuft. Ja, das ist auch schon eine kleine Gruppe. Ist doch schön. Ja, da erscheinen immer mehr. Hallöchen Kai, schön, dass du mit dabei bist. Gleich geht's dann richtig zur Sache. Ist denn die Mama auch mit am Start? Nein, die kommt nicht. Die kommt nicht. Die will nicht. Ja, das muss ich auch noch machen, alle Haustiere. Das ist ja das Kuriose. Wenn man so viele hat. Ich bin schon live, ja. Hallo, ihr lieben Zuschauer von Thomas 1975 VR. Grüße euch. Kommt ruhig mit rein ins Spiel. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Genau. Deswegen ist der Zwerg auch nicht beachtet. Ja, das ist doch super. Da, die Mütze finde ich cool. Ich finde die echt mega. Wenn du mich sehen würdest, den Bauch dafür und den Bart habe ich aktuell. Mach's auf Weihnachtsmann. Och, ist ja cool. Pack das ein. Ey, nur als Info. Ja, das habe ich. Das hat schon eine. Issue ist auf einem anderen Server online. Wer ist auf einem anderen Server? Issue. Stefan.de auch. Also App erstmal, sagen wir so. Ja, die kommen vielleicht noch, ich weiß es nicht. Die machen ja immer um 19 Uhr praktisch ihren ultimativen Boss, machen sie da. Machen da ihre Runde und dann vielleicht kommen sie auch noch hier rüber. Das war voll schau. Gestern waren wir da hinten bei dem Piraten, das erste. Bei den Pirates. Und das Problem ist, die Aufgabe ist bei mir verpackt. Das mache ich jetzt die Quest weg. Nimm sie nochmal an. Hatte ich heute auch eine. Das war auch verpackt und die ist jetzt immer noch verpackt. Ich weiß nicht, was los ist, aber. Gibt's halt ab und zu. Genau. Mit dem muss man halt leben. Hier, was sie hier gebastelt haben, ist echt süß. Kommt cool rüber, gell? Einfangen, herrlich. Tu ich doch. Sieht auch cool aus. Bis bald. Bitte hinter. Ja, jetzt muss noch warten, bis der Zwerg auch live ist. Ja, alles gut. Das dauert noch eine Viertelstunde bei mir. Ja, ich bin live, aber der Zwerg noch nicht. Bei dem dauert es noch ein bisschen. Ja. Der kommt doch immer erst um halber. Ja. So, jetzt muss ich meinen anderen Schmetterling streichen, der beim Kai innen drin steht. Ich bin jetzt halt tatsächlich mal über Steam online. Aber okay. Bin in einem anderen Raum, also wenn ihr irgendwann. Warten. Mich erschreckt. Ja, ist ein bisschen andere Steuerung auch. Das ist der größte Unterschied. Ich habe nur gerade schon bemerkt, dass ich mich nicht mehr über meinen Home-Button resendern kann. Genau, richtig.
Aber sonst ist ja eigentlich relativ alles gleich. Sonst ist eigentlich relativ ähnlich, ja. Spielst du dann über Airlink oder? Ja. Ja, das geht bei mir leider nicht. Ich würde auch gerne über Airlink spielen. Dann kann ich auch mehr Spiele zeigen. Das finde ich voll gut. Ich weiß nur nicht, warum das bei mir nicht funktioniert. Aber das Problem werde ich auch bald irgendwann behoben haben. Okay. Dann kann ich auch mal wieder ein paar andere Spiele ein bisschen mehr präsentieren. Oh, die Raupe, komm. Hey, musst du jetzt hin? Bleib doch da. Musste ich doch streicheln. So, jetzt habe ich sie alle. Ah, ich glaube, der Zwerg geht langsam nach oben, bereitet sich schon mal vor. Ja, ich weiß es, alle da hinten sind ja auch noch ein paar Leute, so ist es ja nicht. Und ja. Ich hoffe, du hast gleich die Powerbank angeschlossen. Ich hatte noch voller Akku deswegen. Ja, aber schließe gleich nochmal an, gleich dazu, dann ladet er. Dann bist du nicht so schnell leer. Ja, aber trotzdem, ich mache es auch gleich dran. Ich habe es gleich dran gemacht. Das funktioniert dann besser. Was essen? 400, das ist schon gut. 400 HP dazu. Das schmeckt doch. Nee, das läuft. Und wie fühlt man sich als Schwertkämpfer? Mächtig. Mächtig. Ist aber schon eine verlängerte Arm, aber schon ein bisschen Umstellung, indem man keinen Teleport hat, gell? Also wie gesagt, also ich finde, man müsste mit denen auch nochmal so ein bisschen zaubern können, ja? Und wenn es nur ein, zwei sind. Ja, also die man ja so werfen kann, so als Fernattacke. Das wäre schon mal eine nice Sache, aber naja, ist halt so, wie es ist. Ja, man kann sie ja schon gut weit werfen, aber manchmal funktioniert es nicht so richtig. Und ja, bei manchen Schwertwurf macht dir Spaß. Bei manchen Rage ist es ab und zu verbuggt ein bisschen, aber es geht. Das Essen, was ihr vom Winter-Event habt, könnt ihr jetzt nicht mehr essen. Also nicht mehr runter in die Hopper nehmen. Das probier es die ganze Zeit, aber es geht nicht. Du kannst es direkt in die Hand nehmen und dann so essen, das geht. Ja, aber sonst nicht mehr, Sandra. Ja, muss ja auch nicht sein. Vielleicht greift er auch zu sehr aus Versehen mal woanders hin. Da fliegen welche. Einfach nur hallo. Hallo, hallöchen. Hallo. Bonjour. Yeah, English with me, buddy. Was, Englisch? I don't speak German, I speak Icelandic. Ah, okay. English is okay for you. English, yes. Ja, das sind einige dabei, die gut Englisch können. Hi. Gott sei Dank. Hi. Wer kann Englisch? Wer kann Englisch? Sie kann gut Englisch. Luna? Ja. Luna, möchtest du von mir als Franz Ledermes Franz werden, weil ich da nicht im Kopf hast? Ja, kann ich gerne machen. Warte einen Moment. Schauen wir nochmal im Live-Chat. Ah, noch keiner geschrieben? So, jetzt gehe ich nochmal gucken. Ah, 330 Mitglieder sind wir jetzt. Wow. Oh, ich habe hier ganz viel Zeug rumliegen lassen. Ja, mit Würstchen allen drum dran. Ja, dann nicht. Nee, zwar Nudeln, aber auch gut.
Aber ey, dass er bei mir aus Also, meinst du das hier? Ja, genau, wenn man da so reinguckt, dann hast du da die Wurst, dann hast du da... Alle von hier. Bis, einen Tag, komm, ich kann nicht. Bis zum Zwerg, die sind alle on. Also falls man das Pilz mit Socials. Ja, irgendwo war jetzt hier der Frost. Irgendwie hieß er Frost. Na egal. Vielleicht kommt er wieder, wenn es wichtig war. Nö, ich wollte anfangen zu erklären, was wir hier machen, aber wie gesagt, ich und mein Englisch. Sinnlos. Ist ein bisschen schwierig. Dann hoffen wir mal, dass es sich wieder enthängt. Ja. Ich sehe, du nimmst eine ungesunde Position ein. Relativ starr. Man kann dich mustern, wie man möchte, aber... Der ist jetzt eingefroren, glaube ich. Nur als Info, ich bin kurz in der City. Ja. Komme gleich wieder. Kein Problem. Ich glaube, dass da hinten ist der Baldur, glaube ich. Oder der Druide. Der Druide ist da. Servus, Druide. Der ist eingefroren, glaube ich. Ja, Luna ist auch gerade eingefroren. Ah, Dr. Who ist auch da. Ja, es fühlt sich, es wird langsam... Und der Baldur ist auch da. Herzlich willkommen, Dr. Who. Herzlich willkommen, Baldu. Dr. Who, dank Dr. Who wusste ich Bescheid, wo man dieses Easter Egg findet. Vom Schlummerland. Vom Kuschelland. Schlummerland, Kuschelland. Das ist ein Lagerfeuer, Baldu. Ja, das ist ein Lagerfeuer. Schwer, ja. So. Alle, die ganzen Schmetterlinge, die kommen noch dazu von uns. Plus ein Kätzchen, wo ich ein bisschen Angst habe, dass das Kätzchen die Schmetterlinge frisst. Aber ja. Ach Quatsch. Passt alles. Bauen Sie das noch mit ein, als Realistik-Mode. Ich habe heute die Chat-GTP kaputt gemacht. Okay. Mal gucken, was die Uhr sagt. Chat-GTP geht zu Ihnen. Thomas, wollen wir uns irgendwo positionieren, wo wir dann starten zusammen? Also wo ich können wir ja zusammen da hoch bei deinem... Genau, wo ist dein Sohn? Wo ist Kai? Der Kai, den müssten wir gerade noch mitschleifen. Ja, der suchen auch gerade. Kai, da komme ich gerade mal mit hoch. Dann gehen wir mal hoch. Ja, mach langsam. Noch ein paar Minuten haben wir noch Zeit, aber da können wir mal alles besprechen, wenn du möchtest. Ja, gerne, kein Thema. So. Oder kommt mal mit. Hat ja eh keine Eile. Nein. Jetzt ist ja ein Gegner. Ich hab's doch gehört. Jetzt kommen alle mit. Das ist natürlich lustig. Bin auch da. Bin oben. Ja. Jetzt wäre im freien Fall wieder. Ja, kein Teleport, gell? Wo ist er? Oh, Gott, der braucht ein bisschen länger. Wo ist er? Wo ist er? Nicht Magier. Ich bin wieder da. Ich bin nicht so geübt. Das kommt da. Ich bin nur nicht so geübt als Swapmaster, sagen wir es mal so. Da baue ich mal meine Kamera auf. Ja, mach das. Stimmt, jetzt sehe ich das auch mal. Ich habe es sonst nie gesehen. So, da kommt die Kamera. Klack, 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 Ladefehler. Oh Gott, was ist los? Da ist ja die Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr die Kamera seht. Wir sehen sie nicht. Das siehst nur du. Ja, sehen euch. Ich habe jetzt bei der hübschen Delin einen riesengroßen Pfeil, ja. Der auf mich zeigt. Das ist quasi meine Kamera. Das überhaupt? Also, ich sehe... Mit der Kamera. So, da will ich mal gucken, wie das ganze Bild aussieht. Stream, so, da habe ich es gerade rumgezogen. Okay, müssen wir mal gucken. Thomas. Ja. Thomas? Ja. Du ruhig mal auf die Seite hier so. An die Seite hier drüben.
ich muss gerade gucken, ob hier an der Schulter. Wie das jetzt ist. Weil es ist ja alles verzögert bei mir. Ja, ja, klar. Also, ja. Dann komm schon, das dauert ewig, ehe das bei mir losgeht. Wie gesagt, 30 Sekunden Verzögerung. Aber wie gesagt, der würde erst die Ausbildung, der muss noch ein Jahr machen. Naja, wie gesagt, aber trotzdem kann er sich ja jetzt schon bewerben überall. Genau. Ja. Okay. So, okay, du bist da bei mir. Dann würde ich ganz lieb bitten, dass Kai sich hier hinstellt bei mir. Auf die andere Seite? Also hier die Seite bei mir, Kai. Denkst du da, wo? Da, wo mein Arm wedelt. Ja, von mir wedelt kein Arm von dir. Achso, ihr seht das nicht. Okay, also hier kommt der Kai hin. Achso, dann muss ich da drüber. Okay. Gut, dann komme ich hier rüber. Sorry, Thomas, du kommst hierher. Okay, dann komme ich hier rüber. Dann der Kai da drüben hin. So wie wir gerade standen gut. Auch. Bleibt mal so stehen, ein paar Minuten, ein paar Sekunden, weil ich nicht sehe, wie es dann aussieht. Mit Buddy, also mit Körper bei mir. So, ich hoffe, ja, wie gesagt, 30 Sekunden Verzögerung. Das ist übel. Okay, Kai, komm noch ein. Warte, nee, bleib mal, warte, jetzt tauscht er ja gerade die Plätze. Okay. Bleib so, wie ihr seid. Okay, ihr tauscht da noch mal hin und her. So, jetzt. Ja, das passt. Das sieht gut aus. Alles ja gut. Jetzt so schön stehen bleiben. keiner bewegt sich. muss ich mal gucken. Hier ist Kai zu meiner Linken, das heißt zu meiner Rechten bei YouTube. Genau. Zu meiner Rechten, ja, spiegelverkehrt denken. Wie ein Chirurg halt. Genau. Ja, übrigens, nächste Woche, Patrick sagte zu mir, nächste Woche möchte er höchstwahrscheinlich dann schon kommen. Ah, nächste Woche schon. Ah, oh, super, das ist doch schön. Ja, also ich habe es auch schon angekündigt bei mir, schon ein bisschen. Okay, also Tendenz nächste Woche, kann aber auch passieren, dass er erst übernächste Woche kommt. Aber erst genau. Tendenz nächste Woche. Selin, wenn du dich fragst, über was wir quatschen, und zwar kommt der Gründer der Gilde, kommt nächste Woche aktiv mit hier rein für eine halbe Stunde circa. Oh, wow. Ja. Ja, cool. Ich hab ihn heute mal angeschrieben, den Sir Schwanselord. Aber nicht mal wieder blicken soll er. Stimmt's? Genau. Ja, Gute. Oh, da unten ist eine Katze. Kann ich die von hier oben aus fangen? Nein. Ja, oder? Doch, das ist zu. Das kriege ich hin. Warte. Das fällt. Und, das war zu weit. Kannst du Schwert vielleicht so weit werfen, ja, aber ja, das war's auch. Und? Aha, guck, sie ist drinnen. Jetzt muss ich nur noch drinnen bleiben. Warte. Sie ist schon bei mir weiter weg wieder. Nee, warte, das war jetzt. Warte, die ist jetzt hier vorne. Nicht ganz so weit werfen. Und. Ach, Scheibe. Wenn ich das jetzt noch schaffe, ey. Das wäre es. Du bist jetzt leicht. Ach, Ich bin so weit, ich muss mir in die Richtung werfen. Ach, jetzt geht hier in eine ganz andere Richtung. Ja, jetzt hast du noch eine Minute. Ja. Zack. Meinst du jetzt, bis der Livestream startet? Ja. Dann haben wir 30. Ach, jetzt ist die hier vorne, hier unten irgendwo. Und? Mal gucken, ob ich sie treffe. Hoppla. Was ist aktiviert? Ups, jetzt ist verzögert. Ja, bei mir ist 2 Sekunden oder so, circa. Wenn meine Sachen kommen. Alles gut. Alter. Ja, herzlich willkommen bei Zwergs Sorox wie Armine. Ja, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einem weiteren Single-Sonntag. Und wie immer schwenke ich mal ganz kurz nach rechts, damit auch ihr den Livestream genießen könnt. So, und dann bin ich auch auf YouTube live. Ja, heute mit ganz vielen News und Extras und. Ja, da möchte ich als allererstes anfangen. Nächste Woche, ja, da kommt dann höchstwahrscheinlich unser Gildengründer mit hinein am Anfang für circa eine halbe Stunde.
Wenn er es nächste Woche nicht schaffen sollte, dann kommt er wenigstens übernächste Woche. Das habe ich mit unserem guten Sir Schwanzerlord ausgemacht, beziehungsweise alias Patrick von die Zockstube VR, dass ihr da wenigstens auf den Laufenden seid. Wenn ihr Bock habt, mal mit ihm kurz ein bisschen euch auszutauschen, ein kleines Bläuchchen zu machen hier unten, gemeinsam mit uns allen, seid gerne mit dabei. Ja, jetzt habe ich noch mal was ganz Besonderes, ja. Das habe ich in dieser Form noch gar nicht gemacht. Das ist so ein bisschen Werbung, ja, aber auf besondere Art und Weise. Und zwar, der gute Kai hier zu meiner Rechten, der würde hier nämlich ganz gerne eine Ausbildung anfangen als Programmierer. Ist das richtig so? Also, Ausbildung wäre erstmal Anlagen Maschinenführer und Beruf wäre halt sowas in der Richtung. Okay, dann halt sowas. Aber er interessiert sich für Programmieren. Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Ja. Genau. Und wenn da vielleicht, wenn ihr da jemanden kennt oder ihr selber seid in dieser Branche aktiv mit Programmieren etc., Softwareentwicklung, ja, und ihr würdet sagen, ja klar, warum nicht? Ich könnte den Kai helfen, das ein bisschen zu erlernen, vielleicht auch aktiv dann das Ganze mit hineinbinden in eure Projekte. Also dafür wäre der Kai sehr offen. Und wenn ihr da die Möglichkeit habt, guckt euch bei mir in der Videobeschreibung, da steht meine E-Mail-Kontaktadresse, da könnt ihr mich gerne darüber kontaktieren. Alternativ ist es natürlich auch möglich, über den Discord dies Ganze zu tun. Und hier zu meiner Rechten, zu meiner Linken, da ist übrigens der Thomas, das ist der gute Papa vom Kai, also da könnt ihr euch auch mal wieder austauschen, bei der gute Thomas hat nämlich auch seinen eigenen YouTube-Kanal Thomas 1975 VR, da ruhig auch mit vorbeischauen und der übrigens, der Thomas ist auch wirklich fast jeden Tag in CNET aktiv. Oh, möchtet ihr gerne noch was sagen zu den Leuten in der Welt? Nö. Nö, okay. Aber ich sag mal auf jeden Fall. Herzlich willkommen und viel Spaß bei unserem Livestream. Ja, das wünsche ich euch natürlich auch ein. So, was ich natürlich ganz vergessen habe, ist, mit dem Live-Chat in die Welt zu legen, vor lauter Aufregung. Ja, das hole ich jetzt mal ganz schnell nach, dass ich auch wirklich euch sehe, wer denn alles dabei ist und am Start ist. Und da darf ich ganz herzlich begrüßen unsere Octogirl Sarah, servus, schön, dass du mit dabei bist. Und auch mein Bro Duga, schön, dass auch du dabei bist. Und er grüßt natürlich alle. Mega. So, ich stelle wieder die Kamera um, so dass ihr wieder die komplette Umgebung sehen könnt. Das müsste die richtige Einstellung sein. Ihr merkt schon, der Zwerg ist ein bisschen nervös heute. So, die Welt grüßt euch alle. Ja, super, mega. Und heute soll ja eine Anfängerrunde stattfinden. Und von daher würde ich sagen, sammeln wir uns wieder ein da unten bei unserem berühmten Treffpunkt der Brücken. Komm mit, Sen. Ich komme. Cool. So, ich darf ganz herzlich nochmal begrüßen mit den guten Kreuzen. Schön, dass er wieder mit am Start ist. Oberteil heute, was den Frühling quasi einläuten soll. Ja, das ist 32 Monate. Thomas und den Kai haben wir ja schon getroffen. Das ist eigentlich nur zwei Waffen an und nicht drei. Von der DVRG Deutsche VR-Gemeinschaft. Von Voodoo seiner Gilde. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Ganz toll. Ich mich immer wieder mega. Dann haben wir den Druiden. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Und ich werde hier bombardiert mit tausenden von Infekten, was ich immer sehr schön finde, in dem Game. Dann Dr. Wu, ja, ein ganz starkes Mitglied. Auf den kann man sich wirklich verlassen und vor allem, der kann euch Sachen zeigen hier in der Welt. Könnt ihr mal aufhören. Ja, da ist man einfach nur noch überwältigt. Wie zum Beispiel das Schlummerland da oben beim Dr. Wu. Ja, ja, dann hast du nicht dieses Easter Egg. Mann. So, dann habe ich hier, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Es ist sowieso bis zum Zwerg korrekt. Ist mir egal. So, Burzenkin. Das kann kein Mensch aussprechen, ich sonst jetzt mal wieder. So, also, mein deutscher Burzenkin. Ja, kennst du mich noch. Aus dem Süden.
Warum kommt denn noch mehr da sprechen? Wobei, du bist zwar schon hier beim Zwerg. Nur mal als Tipp, das ist ganz normal, der Baldu. Abgeist. Schön, dass auch du bei mir dabei bist. Überlegen, ob wir jetzt so richtig jetzt einfach hier auch hier schicken, einen dritten Charakter. Das Oberteil noch an, was ist ein Normwechsel? Nenn den quasi einfach ab, Baldu, bloß dass ich halt über irgendein A oder übers U quasi bloß Apostroph sitze oder sowas. Ja, klar, wenn das geht, ist doch okay. Ja, natürlich geht es, aber ich möchte mir da erstmal einfuchsen, weil das dann funktioniert mit dem Normwechsel. Ja, ja, genau, das ist nicht so einfach. Nicht, dass man aus Versehen was löschen tut. Wo. Und ich sehe, du hast extra einen Low-Level-Charakter genommen. Vielen lieben Dank. Das heißt, du möchtest gerne mit uns, mit mir heute mitmachen. Ja, wir gehen in die Raids. Das Sache, freue ich mich. Ganz genau. Habe ich selber auch in der letzten Anfängerrunde Low-Level genommen, und zwar den Nachgrüner. Ja, du, aber wir haben halt auch noch Anfänger da. Die müssen halt auch mitgezogen werden, irgendwann mal. Ja, ich schalte ja extra sogar noch mal um auf mein Tank. Wir kannten alle Stufe 2. Im Endeffekt eigentlich warst du, ich, Thomas, der Erdgeist und der Druide. Ich bin ja auch. Ja, aber nicht mit dem Charakter, oder? Einfach die Hände so. Du bist mir verzogen, dass du mit Schwertkämpfer schon auf der 40 bist. So werden dann die meisten das wir neu. Auch übrigens bei den Schwertkämpfern. Dem macht auch nicht so. Dass ihr da erstmal interessant, dass die Ulti. Ja, dann bleiben wir bloß 2, 3. Das ist, wenn du einen. Genau, genau. Wenn du quasi innerhalb deines Charakters, also dein Schwertkämpfer wechselst, dann wird das für die anderen. Aber so, wenn wir auch 2 Raids machen, dann kann ich sogar auf meinen Magier wechseln. Das war mir eigentlich wurscht, weil in dem Fall wenn nur die Brustplatte. Weil ich bin mit komplett neuen Charakter gestartet habe. Deswegen war jetzt der Punkt. Bei mir auch noch gar kein Problem. Ich bin für jeden Blödsinn zu haben. Ich weiß. Das Schwert. Ich habe schon gar nichts ausgewählt. Na, sowas. Das halt Witz. Okay, dann wechsle ich schon mal prophylaktisch auf den anderen Charakter. Das wäre gut, ja. Was sich da geändert hat. Da steht da. Ich brauche noch die Badehose. Das bin ich perfekt gekleidet. Baldu, gestern hatte ich einen dabei bei den Raids. Der war sogar schneller wie du. Okay, der wechselt gerade. Genau deswegen wahrscheinlich. Der wechselt, glaube ich, ein Jahr. Ja, ja. Weil er mit dem Schwertkämpfer ist er ja auch noch nicht so weit. Erfahrener Schwertkämpfer Zorax. Ja, ich bin's ja leider nicht. Ja, wir Hohen machen eher die Rage und die Dungeon. Würden wir eher machen die größere, höherleveligen Leute. Ja, klar. Kein Problem damit. Meine Frage ist aber, ich habe gerade festgestellt bei den Godstones, dass es zweimal die Belegung von den Godstones gibt. Und zwar sehe ich einmal hier, wenn du nach unten machst, gibt es Downwards Kadenz und dann gibt es einmal Downwards Power Strike. Wie kann ich denn die Kadenz aktivieren, bin ich mal ganz ehrlich. Also die mit dem Power Strike, denke ich mal, das ist das mit den Schwertern, wenn du die aktiv nutzt und das andere. Man kann nur eins auswählen von den beiden. Ach so, das ist ja. Ja, das, was ich heute aktiv schalte, das zündet dann, wenn ich die Schwerter nach unten schlage. Oho. Aber ich habe hier beim Magier dasselbe Spiel. Wenn ich jetzt irgendwas auswähle, dann wird das genutzt. Okay, das ist mit der Kopf, was leuchtet, zur gelblichen Hintergrund. Ah, verrückt. Ja, vielleicht okay, kommt der Sky heute noch. Ich weiß es nicht. Ah, da ist er. Ja, hi Sky. Ah, cool. Wie läuft's? Ja, geht so. Bis eben waren wir noch tierisch schwindlig vor 10 Minuten. Oh, mach langsam. Bin wieder da. Bist wieder da. Also gestern hatte ich einen dabei, der war sogar schneller wie du. Eieieiei, das lass mich nicht bieten. Der war der Hammer. Es gibt Alter, der war ganz extrem. Egal wie gut du bist, es gibt immer einen Asiaten, der besser ist als du. Nein, der war bei uns in der Gilde.
Der Andi 44. Der Andi ist doch nicht bei uns in der Gülde. Wenn Sky mitkommen möchte. Der Andi ist bei Ryzen Unicorn, der Andi ist ein deutscher Russe. Ja. Ah ja, genau, stimmt, der ist nicht bei uns in der Gilde. Entschuldigung, sorry. Der war nur mit, genau. Sorry. Aber der war richtig verdammt gut, wa? Ja, das wusste ich. Habt ihr Lust, einmal Sunshine zu machen vorweg? Man hat jetzt eigentlich vorher schon gemacht. Also ihr könnt es gerne machen. Habt ihr Lust? Also ich eigentlich eher weniger. Ich würde jetzt erstmal eher Rage machen. Ist ja jetzt gerade eh nicht. Nee. So, kannst du auch mal Party einladen, Baldu. Ja, lass uns, soll ich wieder machen, oder was? Ja, gerne. Ja, flitzen wir jetzt dann in den Rang 2 Raids, oder was? Ja, jetzt haben wir... Jo! Ja, jetzt haben wir genau 8 Leute. Ich weiß nicht, kannst du schon Rang 2 Raids machen? Nee, das ist, glaube ich, bei mir noch nicht. Ich ja also, sie kann jetzt noch nicht. Ja, ich bin 2er. Okay. Ja, dann machen wir doch wieder ganz normale, dann ist es halt so. Also sonst müssen wir uns wieder aufsplitten und dann haben wir zwei Vierergruppen. Ja, ist dann auch doof. Dann starte ich einfach mal durch. Dann machen wir halt normale Rang 1. Ist ja geil. So. Gerne. So. Dann müssen wir genau auf Platz, glaube ich. Oder? Also. Warte mal, ich würde gerne einmal Sunshine eben mit den anderen mitmachen, schnell. Kannst du machen. Du musst doch schon aus der Pop wieder raus. Aldo, toll. Guck mal hier, oder? Bini, dann komme ich mit, mach auf einmal Sunshine mit und dann könnt ihr vielleicht schon mal einen 2-Sterne-Raid machen oder so, bis ich wieder da sind. Mach mal so, ja. Thomas, ich bin drin. Hast mich rausgeschmissen. Nein, Thomas, ich würde mal ganz kurz fragen. Ja? Hättet ihr noch Interesse, unseren typischen Start zu machen mit dem Sunshine-Event oder wollt ihr gleich die Dungeon? Wir wollen gleich machen. Wir wollen gleich machen. Gut, okay, da wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Lasst euch von mir nicht aufhalten. Du willst mitkommen? Dann kommst du mit. Ja, ich komme mit. Okay. Also bis hier jedenfalls später. Dann sind wir nur noch zu 5. Dann können wir schnell, dann machen wir, ja, dann machen wir jetzt einen Rang 2, weil jetzt sind alle definitiv weit genau dafür. Machen wir einen Pilar, der geht am schnellsten. Ja, können wir machen, hoffen wir's. Gut. Super. Dann können die anderen dann auch wieder zu uns stoßen, wenn sie wollen. Ja, aber ich glaube, da kann schon Geusten, glaube ich, ist auch noch nicht so weit. Ich bin mir doch nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ja, Luna auf jeden Fall nicht, die war ja gestern das erste Mal in die Raids mit dabei. Ja, ja, also sie kann gerade mal die normalen. Obwohl die hat schon einen Rang 2, ne? Den Bella konnte die da auf Rang 2. Das hat nicht gestern gehört, dass sie ihn freigeschaltet hat. Genau zu der. Das gab es eigentlich nicht, die war gestern das erste Mal mit dabei. Du musst dir Level 48. So, ich gehe mal wieder auf die Seite. Ja, die zwei sind immer die schnellsten. Mit ihrem Highspeed-Internet. Freilich bin ich. Nee, das hat nichts mit Internet zu tun, das hat mit einer M2 zu tun. Einfach nicht okay. Schnellig. S-Platte. I'm ready. Jo, das kann natürlich auch sein. Ich verkrieche mich erstmal hierher, so wie immer. Okay, mach mir erst die Haustiere platt. Ich wollte erstmal mal ein Haustier rauslassen. Ja, oder so. Stamina, Speedy Gonzales. Oh, was magst du? Pizza.
Muss ich erst wieder warten. So eine Scheiße. Okay, hier drüben ist keine einzige Kugel. Oder ich hab eine. Okay, ich hab auch ja, eine. Zwei Stück gibt's. Cool. Ja, es gibt, übers vier Spawn. Es gibt übers vier Spawnpunkte. Ja. Die haben wir nämlich mit. So, die haben schon auf. Oh, ich komm nach. Ja, ja. Kein Problem. Aber Thomas, du musst es immer wieder so sehen. Es bringt mir halt auch nichts, wenn einer dabei wäre, der noch schneller wäre als ich. Wenn es einen gibt, der langsamer ist, auf den wir warten müssen. Ja, natürlich. Aber ich fand es gestern cool. Dafür war das Problem beim Garten. Die haben das mit dem Laser nicht so gut gemacht wie du. Naja, wie gesagt, ich kenne den nicht, ob mit dem schon Bullraids gemacht. Der Turos kennt den auch. War ja auch nicht böse gemeint. Nein, ist okay. Gibt immer einen, der besser ist. Ja, natürlich. Ja. Und einer, der sich mehr auskennt, wird es immer geben. Ganz gesagt, normal. Ich mal nur so Videos schaue, blöd gesagt, war irgendwelche zu den damaligen Zeiten mit der 41er Ausrüstung mit 2 DPS Schwertkämpfern einen Weltenboss zerlegt haben. Zu zweit. Ja, das ist krank. Oder weil sie einen Speedrun vom Tomekeeper machen mit 8 Mann, wo einfach nur jeder DPS spült, bis auf 91 Supporter. Und der den einfach innerhalb von 3 Minuten zerlegt haben. Das ist natürlich schon heftig. Ja. Vielleicht sagst du auf 3 Minuten. Na, 3 Minuten haben wir den meistens erst einmal im ersten Stagger. Wer will klettern? Ach. Ist egal, mach ich schon. Wie machst du das eigentlich immer so schnell? Klettern? Ja, genau, das ist es. Mit einer Hand? Ja, wie soll ich es halt erklären? Ich wucht mich halt blöd so mit einer Hand nach oben. Das ist jetzt in dem Sinne kein Klettern, also ich schwing mich mehr jedes Mal nach oben. Aber du kriegst ja noch so ein bisschen Nachdruck, wenn du unter der Bewegung die Hand auslässt. Und es ist teilweise nicht mehr so langsam. Ups. Du musst halt nur die Arme zusammenlassen, weil sonst lässt du die ganze Zeit die Fluganimation aus und dann fritzt dir die Stamina weg. Das ist der Hammer, oder? Durch die Kugel weg. Ja, Tür ist offen. Hört ich kommen. Nichts rum. Aber da ist er. Das einzige Lästige ist halt immer wieder, ich habe bei meinem Magier absolut jeden Stamina-Bonus weggelöscht. Weil okay. Brauchst du eigentlich nicht. Bei meinem Schwertkämpfer habe ich halt noch und nöcher Stamina-Bonus. Das ist halt dann doch schon ein bisschen auffallend. Ja. Sagst mein Schwertkämpfer hat 27 Stamina. Und das, obwohl ich nur 2 Trennmissionen offen hätte. Ja, du brauchst es aber auch. Richtig. Und beim Magier brauchst du es halt nicht. Richtig. Nee, beim Magier ist das schönes Gimmick, wenn es länger als ein Schnell sein müsste. Aber ich frisst halt genügend andere Sachen. Ja, aber also mir ist jetzt in letzter Zeit schon so ein paar Mal so gekommen, eigentlich ist auch bei einem DPS-Magier sinnvoller, nur auf Verteidigung und auf Leben zum Gehen. Weil was bringt es mir, 20 Punkte mehr Angriff zu haben, wenn ich eh schon 2000 Angriff habe? Aber blöd gesagt,
statt 3000 Lebenspunkte 3300 rupfen. Das sind halt gleich mal 10% und nicht nur 1%. Ja. Ja, mal schauen, was sie noch machen. Was sie geben. Warte, will das Schwert nicht so fliegen, wie ich will? Bisschen blöd heute. Ja. Ist ja schon gut. Jo. Jo. Eine Rose gab's. Ich hab's nicht gesehen. Ich auch nicht. Gut, schnell weg. Ah, ich bin gerade noch so gestorben, so ein Mist. Was ist jetzt wieder los? Ah, nee. Ah, ich bin doch noch durchgekommen. Cool. Hoffe ich zumindest. Jawohl. Gut. Ha! Hat gerade gereicht. Der Andi. Servus. Hallo. Wieso fliegt ihr denn alle? Ja, wir kommen gerade aus dem Raid, deswegen kommen wir alle so. Ah, beim Sunshine Quest sind die alle. Die anderen sind beim Sunshine bei der Höhle. Ah ja, alles klar. Ja, okay, da kann ich mal hingehen. Alles gut, viel Spaß, viel Erfolg. Was habt ihr vor? Ja, wir machen Raids. Ihr macht Raids, das, ne? Ja. Alles ja, ja. Alles die höheren Sachen. Viel Erfolg. Danke, danke. Ja. Jo, erstmal. So, was gab's denn Schönes? Paki! Ja. Rosenbrast 20. Ja, 5 Stiefel, 10 Handschuhe, 15 Helme, 20 Hosen, 25 Brustplatten. So darf ich ihn sagen. Nur 3 Stück. Und bis jetzt habe ich bloß die Stiefel. Ja, ich habe mit meinem Magier alles außer die Brustplatte, aber ich benutze tatsächlich nur die Handschuhe. Mhm. So, ja, ja. Dann vermute ich mal schwer, dass die anderen sowieso immer noch am Sunshine-Event hinken, also aktivieren wir einfach nochmal den gleichen Blödsinn, oder? Ja, warum nicht? War ja schön locker easy. Obwohl ich mir nicht immer so sicher bin, ob der Garden nicht sogar schneller war. Glaube ich jetzt fast nicht. Naja. Nimm mal jemand die Zeit. Moment. 20:52 haben wir gerade. Genau. Ich bin gespannt, ob die anderen dann kommen, wenn sie fertig sind oder nicht. Und tschüss. Ach, jetzt habe ich wieder keinen Ton. Okay. Cool. Ihr könnt mich wieder nicht hören. Finde ich lustig. Hört er mich? Ich glaube nicht. Aber macht nichts. Alles gut. Das ist leider so ein Bug, da kann man sich ab und zu nicht gegenseitig hören.
Aber alles gut. Dann nimmt die Kugel schon mit hoch, sogar die zweite. Super. Ist sogar schon offen. Man hört da am Geräusch. Und den Fahrstuhl. Gut. La la la. Na nu. Ich höre den Baldo nicht. Ah, okay, der hängt sich draußen dran. Okay, so habe ich das verstanden. Der klettert nach oben. Oder er ist schon weiter. Ja, der ist schon wieder weiter. Tür ist auf. Einnehmen. Ich hoffe nicht. Ah doch, die haben schon aufgemacht. Ja. Ja. So, bitte. Auch ohne Verstehen. Geht das gut? Aufstiegshilfe. Das Ei ist schon auf, gut, passt. Läuft sehr gut, hm? Schön gemütlich. Weiß nicht, ob ihr das komische Geräusch hört, das wäre meine solarbetriebene Powerbank, die große. Diesmal kann ich auch was tun. Gut. Läuft, ha? Ja. Und Vollgas. Ha? Läuft sehr gut.
So muss sein. So macht das Spaß. So. Alle drauf. Ich wollte. Gut, hab sie alle drei eigentlich verwischt. Hat schon. Ja gut, gehen wir raus. Kann ich mal kurz im Live-Chat gucken? Ah, ist keiner, wo schreibt. Zwar schade, aber okay, kommt vor. So. So. Das sind wir wieder. Wo haben wir's? 9 Minuten. 21:01. Also 18 Minuten für 2 Raids wahrscheinlich. Ja, ist gut, gell? Wird das, dass ich euch nicht mal gehört habe, hat doch wunderbar funktioniert. Ja, stimmt. Du hast uns nicht gehört. Ja. Yeah. So. Jetzt die anderen immer noch. Die müssten jetzt eigentlich fertig sein, oder nicht? Sollten. Weiß ich nicht. Jetzt können wir eigentlich schnell warten. Ich sehe gerade auf der Karte, die sind gerade beim Boss. Das Event dauert noch 2 Minuten 20. Ah, okay. Ja, dann warte mal. Aber schon, da haben wir zwei Sachen gemacht in der Zeit, wo die eine machen. Ja, der Punkt ist halt, du weißt doch nicht, wie lange es dauert, bis das Event spawnt. Ja. Vor allem dort der Verteidigungsevent ist, glaube ich, 5 Minuten geht ungefähr. Das zweite Event müsste eigentlich relativ flott gegangen sein. Das dritte dauert einmal so 3 Minuten. Ich habe das Gefühl, dass am Boss gerade ein bisschen verzweifeln werden. Aber wenn du sagst, die haben jetzt schon bei einer Minute 40 herum, ne? Der Boss ist immer noch nicht tot. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Wie gesagt, der eskaliert ja, desto mehr Leute das mitmachen. Und das sind ja klar. Dabei. Oder ich habe die schon. Badehose noch. Ich hab bestimmt gut aus Mantel und Badehose. Oh ja. Ich überlege mal schon hin, Flitz. Ich glaube, ich Flitz mal. Badelatschen habe ich ja an. Ach stimmt, Badelatschen sicherheitsmäßig sehr gut ausgerüstet. Ja. Schön für den Strandurlaub gewaffnet. Ja. Ein Vulkan und Badelatschen. Gibt's denn sogar? Passt schon. Das sind die neuen Sicherheitsbestimmungen. Konform. So, mal gucken, ob jemand im Live-Chat ist. Immer noch keiner. Ja, vielleicht schreiben sie nachher wieder. Wer weiß. Also ich habe gar keine Kosmetikteile mehr. Ich brauche noch Badelatschen, ich brauche noch Hände, ich brauche noch so viel. Ja, der Mantel ist von Neo, oder? Den Mantel, den kriegst du mit Freunde werden. Die Handschuhe, ja, das ist billig. Ja, das ist. Den kriegt man ja nicht mehr, den Mantel, oder? Doch. Da musst du. Da musst du so viele Discord-Leute haben, ne? Nee, das sind.
Nein, Discord ist die Mütze. Warte mal. Die Mütze hier. Und so ein Hund. Ach ja, den Hund, den kenne ich. Und die Handschuhe, die hier blauen. Das ist Discord. Ich habe die Handschuhe bekommen und diesen komischen Astronautenhelm über Discord. Das habe ich bekommen über Freunde werden ingame. Da wo du halt eingeben musst, von wem du geworben worden bist. Dann die gelben, das sind ja die Neowehr-Handschuhe. Also die hier. Ja, Neowehr, ja. Ja, die wo ich auch habe. Die die gibt es in so einem Text-Event. Da kannst du auf die Webseite von denen geben und dann kriegst du so einen Code, den kannst du dann eintippen in deinen Online-Account. Da kriegst du auch den Roboter hier, den fliegenden. Ja, den fliegenden Roboter ist gut zu bekommen, würde ich sagen. Ah, der Fabi ist auch da. Oh, cool, Keule. Na, junger Hüpfer, dich habe ich fast vermisst. Ach nein, das kann nicht sein. Hey, dann bist du ja genau hier bei der Richtigen. Dann kannst du ja nachher die Raids mitmachen. Oder willst du mit den Anfängern mitmachen? Da oben. Weiß ich dann eigentlich, weil ich bin gerade erst rein. Weil der Zwerg, der macht jetzt gerade Sunshine-Band nochmal mit den Anfängern. Dann kommt er nochmal. Alles geil ist auch schon wieder da. Ich bin ein Anfänger, ich muss da hin. Nein. Ja, die haben den gleich fertig. Und wie läuft Sky? Gestorben, bin zurückgeflogen. Ah, okay. Ja, wenn man den Anfänger-Level nimmt, Charakter, klar. Diese Low-Level. Ja, aber der hat einen anderen, der ist, glaube ich, sogar schon höher wie du. Das ist mega, das ist ein Low-Level. Guckst du dir an? Siehst du die Level 17 da? Ja. Hab ich nicht gesehen. Süße Junge, oh, 17. Du. Oh, hi. Ne? Oh, aber Neowerk hat man ja ziemlich nur zusammen. Und was zockst du so zur Zeit? Ja. Roblox. Neowerk geht ja noch. Roblox, okay. Ganz viel Roblox. Das ist ein Bodylatschen. Mehr habe ich da auch noch nicht. Aha. Aber ich bin auch nicht so scharf hinterher. Ich habe da ganz ein bisschen. Keine Karotten, keine Karotten. Dann kann man lustiges Ich stich dich ab, Alukai ist auch da. Ja, was der Dride da anhat, schaut auch nicht schlecht aus. Das ist ja Neowehr Handschuhe, dann hast du das Sunshine-Oberteil und die Neowehr Hose. Und die 53er Stiefel. Genau. Schaut auch nicht so schlecht aus. Also, ich finde es halt schön, wenn man wegen variieren kann, weil dann kann man seinen Charakter mal wegen verbessern. Gleich umlaufen, dass man so ein bisschen rumspielen kann mit der Ausrüstung. Bisschen Abwechslung. Geil fand ich mit den weißen Haaren. Da hatte ich mal weiße Haare eine Zeit lang. Das schaut mir richtig gut aus. Aber das kann man die Haarfarbe kann man die ändern im Nachhinein? Nee, das war mal. Wir hatten mal einen Bug, wenn du gewisse Teile an- und ausgezogen hast, dann sind auf einmal die Haare weiß gewesen. Der Zeit lang. Okay. Okay. Das geht leider nicht mehr. Ja, richtig stimmt. Hm. Aber wirklich so schneeweiß die Haare, das war wirklich geil. Ja. Und bald oh, die brauchen ganz schön lang, hä? Den Boss? Ja, die waren aber tatsächlich noch ein Event bevor und jetzt beim Boss. Aber ich hab einen Boss zerlegt. Ah, okay. Du hast nichts gesehen. Sag mal, was hast du für Probleme? Gar nichts. Ich hab nichts gemacht. Wenn's mir mal irgendwann auf dem User-Treffen über den Weg rennt, ich ramm dir eine Karotte in den Arsch. Scheiße, nein. Ich bin demonstrativ vor versammelter Mannschaft. Cool. Ja, er freut sich schon. Weil ich wollte mir eh eine Karotte schenken. Ne?
Ja, aber ich sag dir, wenn ich wirklich zur Community auf diesmal wiederkommen sollte, ne? Ich nehme Karotte mit und dann stecke ich sie dir richtig in den Arsch. Ich nehme eine aufblasbare, eine schöne große, fette. Du in den Arsch. Hast du doch noch den Bus geschafft, weil du... Wir verkaufen gerade bei uns solche komischen, du kennst auch so Stressbälle, ne, die man so knetet halt. Ja, ja, natürlich. Da gibt es den Karottenform, haben wir das. So eine nehme ich und haue sie dir ins Gesicht. Ja, ja. Warte nur. Oh, nee. Ah, ja. Wo soll ich das zweimal abgeben? Ups. Schreiben Sie denn? Aber jetzt gehen wir zwei Charaktere mit dem Kondor. Ja. Ja. Ja, doch. Was? Ja, Alter, ich mach die fertig. Nein. Hey, Bini ist halt ein bisschen extrem. Ja. Sorry, offen und ehrlich, ja, Hotz. Weil nachdem es mir Glück gesagt, fünfmal hintereinander jeden durch das Gleiche gefragt hat, habe ich irgendwann gesagt, was du musst, ich egal. Ich guck mal, Freundesliste. Ah, diesmal geht's. Ja, alles für das Gleiche. Ja, genau so. Der Grischen Sportmarkt ist doch auch da. Ja, kommen wir da jetzt oder kommen wir denn jetzt? So ist es sehr fein, Thomas, so ist es in Ordnung. Ja, mach doch nochmal einen klar. Ja, flitzen wir nochmal nach Rang 2 Raid. Welchen machst du, den ersten? Oder? Dann musst du kurz warten. Ja, gar nicht. Rang 2 Raid kannst du noch nicht mitmachen. Hast kein Item Level 48, gell? Nein, ich bin Item Level. Wir gehen nämlich jetzt nochmal Rang 2 Raid machen. Ja, dann verpiss dich doch. Verpiss dich. Ja, aber wir kommen ja bald wieder. Wir probieren mal, wie schnell wir sind. Okay. 21:11 Uhr. Ganz genau. Ja, kein Druck aufbauen hier. Nein. Also Taktik besprechen, Taktik besprechen. Ich gehe wieder Zwiebelraum, so wie immer. Also Dr. Who geht mir den Zwiebelgarten, rammt die ganzen Gegner weg, der Druide macht seine Ends, ich mach meinen scheiß Laserraum. Genau so ist das. Aurore verteilen. Hier. So ist der Plan. Okay. Zwiebelraum. Ja, ich bin das schon. Scheiß Viecher da. Ja, Dinger da. Ja, du darfst halt nicht vorausrennen, Thomas, gell? Und das hat eben vorausgelassen, dass er die Viecher schon erst als Überraschung erledigen kann. Ja, das habe ich halt nicht. So, ist jetzt stumm, oder? Ich nehme die Rohre. Thomas, lass doch mich. Alles klar. Ja, mach du das, dann fange ich die Zwiebeln an. Ist okay. Mach ich gern. Eben weg und dann kannst du den Rest. Das jetzt funktioniert oder nicht? Ja, Holz. Perfekt. Weißt du, wie gesagt, das Problem ist halt, wenn du einfach bloß vorausrennst und die Gegner alle aggro machst, dann dauert es bloß umso länger. Ja, ich bleib ja schon unten. Die macht ja alles selber. Mach ihn Dank.
Yes. Reingeschmissen hat nicht funktioniert. Was war denn das jetzt? Ah, und jetzt nachträglich macht's auf. Okay. Auch recht. Ups. Das war zu weit. Kanada, Kanada, Kanada. Wo ist denn ein Kanada? Vorne am Eingang steht. Der ist gerne in Kanada. Wie geil ist er? Mist. Musst du da reinrennen? Ein Stückchen. Fuck! Wenn der scheiß Laser heute nicht so buggy war. Das war manchmal so schön. Man kann nicht alles haben. Ich sag, das Problem ist halt, es bringt mir halt auch nichts, wenn ich das Ding hin und aus, wenn ich koche, wenn ich dann genau auf Position stehe und einfach nichts passiert. Ja, wenn der Laser buggy ist. Ja. So, jetzt sind alle weg. Aber wenigstens weiß ich mittlerweile, weil ich den verpackten roten Laser einfach im Gecko. Ist tatsächlich nicht einmal so schwer. Ups, das war zu weit. Ich bin voll langsam. Hier einmal ein Labyrinth drauf. Ja. Ja, mach das. Ich unten wieder rein. Oh, guck mal ich rum. Das ist ja komplett daneben. Nur eine? Ist da noch eine? Nee, schade. So, Laser ist fertig. Cool. Zum Zwiebelraum noch was zu killen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, zu killen ist nichts mehr. Dachte ich mir. Okay, im Endraum liegen auch schon fast genügend Ware rum. Dann schaue ich mal, dass ich gleich nach oben komme. Oder ich stütze ab. Ja, ich stütze lieber ab. Adieu. Muss doch nicht tun. Doch gar nicht nötig. Ja. Ja, es sind für ein Labyrinthrahmen schon 6 Rohre weg. Nein, 4. Achso. Okay. Dann brauchst du es aber eh gleich. Ich kletter schon mal nach oben. Ja. Ja, wir kommen auch gleich, glaube ich, gerade die letzten zwei Rohre nach unten bringen. Ich soll das Gefieche hier oben dann gleich noch erledigen. Gut, ich nehme gerade das letzte Rohr mit. Na komm, stirb doch, Kapfi. Wenn du so weit bist, kannst du hochziehen. Jo, warte. Wir warten wir noch. Warte. Ja, da kamen noch zwei. Also, danke so. Gut, kannst du mich gerade wieder runter? Ist schon wieder unten. Ich bin auch unten. Alles ready? Warte. Sekunde, jetzt. Jetzt. Ready to go. Ja, das wird einfach der Sprachchat immer ein bisschen ein Delay hat. Ich habe das mit dem Warten erst gehört, nachdem ich schon zwei Umdrehungen gemacht habe, wo ich denke, oh, jetzt ist schon vorbei. Ura. Ja. Kannst du mir nochmal hochholen? Warum? Ist ein Euro unten oder was? Nee, brauchen wir doch nicht mehr, oder? Ich hab in der Hand gehabt und bin abgestürzt. Ah, okay. runter, nicht so. Hey! Was treibst du? Ich dreh doch nur in eine Richtung. Du musst erst mal runterkommen. Ja, das okay. Packt. Ja, ich merke, okay, wie Sau. So hoch, jetzt müsst du unten sein, oder? Nee, wieder nicht. Nee. Ja, er ist auf Endposition. Nachdem was gekurbelt ist, müsste er ganz unten sein. Bring sie ohne Aufzug. Soll ich eins nehmen, du eins? Nee, das nimmt uns wieder die Best Time. Ah, so tut mir leid.
Ich bin schuld. Ja, Walter, nimm mal Teleport nach oben. Ja, ich bin scheiße. Weil mein Teleport braucht Abklingzeit. So, wollen wir wechseln? Mein Teleport ist wieder voll. Ich bin schon da. Oder so. Schon fertig. Und ab zum Boss. Sehr gut. So, wir haben dreimal DPS. Also mittlerweile kämpfen wir schon mit jedem Trick da. Auf geht's. So, also wir sind ready. Jo. Gut. Wo ist der Boss? Da. Das hat mich einmal gebretzt. Mist. Ist er nicht, der lebt immer noch. Was soll die Scheiße? Jetzt ist er tot. Gut. Passt. Ich bin schon am Ausgang. Bin schon raus. 21:20. Müssen aber erst draußen sein. Immer diese halben Menschen. Wenn wir dort sind. Ja. Kommt genauso lang wie der andere auch. Ja. Schenkt sich nichts. Den Final Core können wir noch ausprobieren. Der, glaube ich, dauert länger. Wie ich mal sagen. Vielleicht jetzt sind's alle weg, oder was? Nö, ich bin schon da. Wir sind da. Nein, da war Fabian weg, ist und die anderen auch gewesen. Ja, vielleicht ist ja die anderen am Suchen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Im Live-Chat schreibt ja keiner was. Es fallen aber etliche erste Listen, also entweder haben die nochmal eine zweite Raid-Gruppe gemacht. Ja. Das ist doch auch nicht schlimm, oder? Ja, aber wenn's ich bin bloß mal ganz kurz am WC, bin gleich wieder da. Alles gut. Okay, ich schnell in die Rauch, bis gleich. Versteck mich mal, falls der Fabian kommt. Fabian eine Karotte reinstecken. Wer, der Fabian? Ja. Ah, der Baldo, ja. Das macht er öfters. Das haben sie so an sich, die. Stimmt. Ah, heute fliegen die Schwerter nicht so toll. Ah ja, ich bin doch gar nicht so weit. Hörnchen nehme ich mir mit. Ben 2007, okay.
Der schaut ein bisschen zu. Du musst erst noch mal nach oben Ausrüstung holen. Hi. Wieder da. Schön. Hast bei denen mal im Livestream geguckt, wo die sind? Nö, ich war auf dem Klo. Oder so. Ich kann mal im Livestream gucken. Und Zwerg Livestream. Die stehen bei den Piraten. Ah, okay. Ja, die Anfängerrunde halt, oder? Jo. Ja, ist ja okay. Für die Anfänger ist doch super. Ja, warum denn auch nicht? Ja, wenn da genügend sind, ist doch okay. Ich frag mich ja bloß noch, wie es immer noch Anfänger geben kann. Das Spiel ist doch schon ein Jahr alt. Ja, aber viele kommen halt auch erst jetzt rein in das Spiel. Naja gut, das stimmt natürlich auch wieder. Das ist ja das Problem. Ich denke, du musst jetzt nochmal einen richtigen Rush geben, wenn eine neue Quest rauskommt. Ja, genau. Im Oktober. Ich überlege schon, ob ich mir nicht vorbestelle, die Quest 3. Aber wenn ich könnte, würde ich auch machen. Weil schlecht ist die bestimmt nicht. Vor allem, die soll jetzt wirklich OLEDs bekommen. Ja, ja. Alle Pancakes. Ja, und OLED-Displays. Ja, genau. Wahrscheinlich wird sie so um die 800 Öcken kosten. Ah, nee, so hoch sollte gar nicht sein. 600 bis 650 sollte sein. Ja, wahrscheinlich wieder Dollar und dann hast du hier wieder 800. Genau, Euro. Das schätze ich heute auch. Ne? Jetzt werden wir sehen, weil die Quest Pro ist, wurde ja auch untergesetzt um 400 US-Dollar. Naja, mal schauen. Ich finde es ja bloß lustig, dass die Quest... Sollen wir denn die ersten noch machen? Wenn jetzt Ikana hier auftaucht? Weil du bist wieder da. Ja, bin wieder da. Mir egal. Genau. Ich finde es ja bloß lustig, dass die Quest Pro weniger Leistung hat wie die Quest 3 dann. Vom Prozessor her auf jeden Fall, ja. Ich finde die Pro so komplett überteuert. Ja, es ist halt eigentlich gedacht für Entwickler. Und die waren schon immer teurer. So, wie war man es denn? Bis wir reinkommen, 28. Ja. Ja, wie lange haben wir für den Pilat gebraucht? Selber wie beim anderen. Ja, beim Gauden das gleiche. Beiden. Ja, das wäre erstmal interessant, wie lange wir bei einem Final Core brauchen. Mhm. Wenn wir da wieder 9 Minuten brauchen, dann können wir sagen, okay. Ja, also so schnell bin ich da nicht. Ich habe Teleport, also ich muss da schon ein bisschen anstrengender für mich. Da gibt es ja immer welche, die fliegen ja gleich los. Das ist ja eh der Hammer. Ja, natürlich. Einen Aufwind nutzen. Ja, so schnell bin ich aber nicht. Die Ladezeit wird zu schnell. Der Aufwind ist für jeden unterschiedlich. Ja, genau, das ist es ja. Ja, bei mir ist gut kein Aufwind da. Dann haben wir immer so ein Wintersuit, meine ich. Ein bisschen mehr Stamina. Schauen wir, ob das diesmal hinhaut. Ist schon der oben? Ja. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das hinhaut, weil. Sind zu zweit hier oben. Ja, das DPS ist das immer. Ach, warum? Setzt das zu zweit? Ja, ich bin fast tot. Aber nur fast. Die zweite Seite ist schon geklärt.
So, der ist auch tot. Der passt auch. Okay, das Gut. ist fertig. Ob noch irgendwie. Wie machst du das bei den oben? Alles rausballern, was ich hab. Na, aber es dauert ja trotzdem, wenn du keinen Überraschungsmoment hast, oder sind das die Fucht geworden? Ach du Scheiße, ich bin gestorben. Wie hab das denn jetzt gemacht? Naja, passiert. Ja, man kann, also im Infernal Core ist es halt mit dem Überraschungsmoment bei weitem schwerer. Aber komischerweise, jetzt wenn du sagst, die oberen beiden, die werden nicht automatisch ausgelöst, sobald du den Raum betrittst, so wie es halt in den anderen ist. Du kannst, wenn du aus genügend Distanz schon anfängst in der Luft zu ballern, kannst du die eigentlich gleich direkt wegholzen. Okay. Also ich habe eigentlich den ersten Gegner. Ich habe halt eigentlich den ersten Gegner schon erledigt gehabt, bevor ich auf der Plattform war. Naja, sollte ich vielleicht einmal versuchen, weil sonst krepiere ich dann dabei noch. Das ist verdammt knapp. Ja, ich hab aber gerade einen Vorteil gehabt auf meiner Plattform, warum das 2 und nicht 3. Das ist halt auch jedes Mal anders. Das ist ja nie gleich. Kommt noch einer zu mir? Auf die andere Seite? Cool, danke. Okay, den unteren habe ich schon gemacht. Okay. Gut. Vielen Dank. Der droppt nix. Zack, hab da einen Schädel. Perfekt. Okay, jetzt sind die 3 Schädel fertig. Vor allem müssen die oberen 2. Oder unten haben beide was droppt, oder? Beide, ja. Perfekt. Ja, aber das kommt ich hab noch einen, den dreh mit hoch. Perfekt. Kannst gleich in die rechte werfen, die linke. Ah, scheiße. Egal. Ja. Fuck, jetzt fall du, ne? Ich will doch kurz warten. Ich hatte jetzt aber auch schon, dass ein Maul offen war und die Tür aufging. Wo es halt zum Beispiel der Ischi ab und zu mal für Probleme hat, welcher der 4er Playstation, weil bei dem die Ladezeit so lang ist. Wenn ich jetzt teilweise, blöd gesagt, komplett durchrush und gleich die erste Säule mache, bevor der überhaupt schon fertig geladen hat, kann es passieren, dass bei ihm dann die Tür nicht offen ist, weil der quasi schon quasi die erste Säule schon gemacht wurde, bevor er quasi offiziell in der Instanz war. Okay. Das ist halt natürlich heftig. Ich finde es aber geil, dass man einfach mit der DPS-Ulti in einen Gegner reinrennen kann und sich dann alle 4 gleichzeitig aktivieren. Ja. Seitdem ich das irgendwann mal rausgefunden habe, mache ich das ja zu gern. Klar. Hast ja vollkommen recht. Tot. Gut, ich habe wieder keine Ausdauer mehr. So ein Rad. Ja, das ist halt der Punkt. Der Magier bracht in einem Kampf quer aus der Schwertkämpfer schon. Ja. Richtig. Ja, ohne den kann ich nicht. Ich fand das so schön. Ich habe damals mit einem Schwertkämpfer angefangen, ja, und war mit einem Mage unterwegs. Also als Mitspieler. Und der hat nie verstanden, warum ich keine Ausdauer habe. Ja, das ist heftig, wenn einer das nicht versteht. Dann irgendwie nochmal selber die Schwertkämpfe gespielt hat. Das ist ganz schön ein Unterschied, wa? Das ist ein himmelhoher Unterschied. Ja, das ist es ja. Die verhalten sich ja komplett anders. Ja. Der Punkt ist halt beim Magier, sobald du Munition hast, voll raus, was du hast. Glück gesagt, hau deine Fähigkeit durch. Was? Bin ich gestorben? So ein Rott. Ja, warte, dann nicht beten. Sonst halt, bist du wieder. Ich bitte nicht. Genau. Sonst kannst du wieder hochklettern. Ja, danke. So, dann holen wir den letzten raus. Ich krieg den nie raus. Ja, was ich ja zum Beispiel nicht verstehe, eigentlich ist ja der Schuss vom DPS und der Schuss vom Supporter identisch. Bis auf das, dass halt der Supporter
an freundlichen Einheiten Glücks oder so an Mitspielern auch stehen bleibt und deren DPS niert. Komischerweise funktioniert das mit dem Supporter nicht. Ich habe schon zigmal probiert, es funktioniert nicht. Am besten Platz bin ich eigentlich. Ja, weil die Laser einfach durchgehen. Ja. So, schon tot. Also irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass der Infernal Crash noch schneller geht. Bis auf das, dass der Boss halt ein wenig stärker ist. Werden wir sehen. Ah, kann ja eigentlich nicht. Scheiße. Hier ist der Nager droppt schon mal nix. Der ist schon wieder oben. Ja, Logo. Ach, der Baldur. Der ist immer schnell oben. Hi. Er ist schon oben. Der erste Nager droppt nix. Ja, ist gut. Ja, das ist bei dem normal. Das ist Standard. Ja, weil ich einfach durchfliege. Und wenn ich dann noch den Vorteil habe, dass genau der eine Aufwindblöcksack noch aktiv ist, dann muss ich nicht einmal einen Zwischenstopp machen. Dann lande ich direkt in der Tür. Ah, der Doppel ist auch schon hier. Ja. Okay, zack. Wo soll ich denn jetzt hier hin? Zack, zack. Okay, der hast du, perfekt. Okay, da haben wir es auch geholt. Dann flitze ich zum ersten zurück. Dann haben wir eh schon offen. Ja, dann fliege ich mal rüber, wa? Ja, ab zur Tür. Feuer, Feuer, gefährlich. Das klaut vor allem viel Ausdauer, das Feuer. Manchmal, nicht immer. Ich verstehe auch nicht, wieso das manchmal so ist. So, wir haben einen Healer, das reicht. Genau, wir haben einen Tank, einen Healer und 3 DPS. Das läuft schon. Okay. Erdgeist, du kriegst es hin mit dem Heilkreis? Warte mal, ich guck mal, ob ich noch eben den Godstone wechseln kann, dann nehme ich den anderen auch noch drin. Den Schaden macht ihr. Ja, einfach die Fähigkeit nach oben, Heilkreis, wenn der Lava macht. Ja. Ist, ja, den Schwertwurf halt. Ja. Ich hol mir aber gleich die Agro vom Boss, weil ich glaube dem Thomas sowieso wieder. So wie ja. Ich jedes Mal. Ja, nee, ist ja in Ordnung, aber so. Ich habe ja bloß gefragt, ob wir einen Healer haben, weil sonst hätten wir. Na, klar. Müssen. Okay, dann los. Gut. Da ohne Healer Lava stehen ist nicht. Naja, wird schwer. Ist nicht. Na doch, es geht tatsächlich. Mage geht's nicht. Also ich hab's noch nicht hingekriegt. Ja, du hast wahrscheinlich nicht ein Vampiric Sting, oder? Nice. Überlebst du den Hammer? Mit einem zweiten in der Partie, wenn ich meine Blitze spam, ja. Alleine nicht. Also beim Tomekeeper kannst du es absolut knicken. Da wenn kein Tank dabei ist, dass wenn 3 DPS auf dem Haufen sind, die sterben trotzdem alle 3. Das weiß ich natürlich, wen wir genau ätzen unten von der Fire Dance. Wird sogar gestaggert. Aber den Männer da echt nochmal irgendwas mache, dass die Tanks Agro besser halten können. Aber momentan hast du echt das Problem, dass die DPS einfach so viel Schaden machen, Scheiß. Dass die Tanks richtig und einfach Agro nicht halten. Ja, aber ihr habt überlebt. Ja. Ja. Oh, ich kann nicht hin, ich kann nicht hin. Ja, ist okay. Gleich tot. Ja, aber mit 5 Life hätte er mich. Egal, ja. Was hätte er mich weggeboostet. Deswegen habe ich gesagt, die brauche ich nicht. Nice.
Rückstoß. Jetzt haben wir ihn. Wartet ihn. Oh, fertig. Gut, alles schnell raus, dann passt's. Ui. Mal gucken. Waren jetzt 8 oder 9 Minuten? Haben wir 31 oder 32 gesagt gehabt? 31. Ja, sind es auch 9 Minuten. Alles schenkt sich gar nichts. Alle drei gleich. Nee. Ja, ist doch schön. War auch mal interessant. Also wenn du ein fähiges Team hast, 9 Minuten geht auf jeden Fall. Und nicht vergessen, das war ja ein Raid 2. Ja, ich glaube, ja, aber wobei die 1 und die 2 keinen Unterschied machen. Ja, die 3 Level-Gegner-Unterschiede da. Was doof ist als Schwertmaster-Supporter, dass der hier keine Heilung für mich gibt. Ja. Komm, ein Dash wieder. Na. Beim Supporter den Rüstungsdash eigentlich immer drin. Weil so viel Unterschied macht das nicht zu dem anderen. Du hast ja bloß den kurzzeitigen Speedbuff, Glückser, nachdem der andere Dash beendet ist. Der heute halt bloß 30 Sekunden. Ich hab vergessen zu drücken, dass ich hier den Dash drin mache. Hm. Beim Kämpfen. Naja. Ja, du hast aber eh aktuell den anderen Dash drin. Was uns jetzt nämlich zur Rüstung aktiviert. Ja, bei euch die Rüstung aktiviert, ne? Mit. Nö. Nicht? Jetzt. Ja. Jetzt hast du den hatte ich ja wohl drin, aber habe ich nicht genutzt. Hm. Habe ich wieder vergessen. Und, was machen wir? Weiß ich nicht. Mich würde jetzt gerade echt mal interessieren, ob die anderen schon alle raus sind, weil laut meiner Freundesliste ist jetzt wirklich nur noch ihr online. Kann man doch mal einen Livestream. Daxby ist, Dokumata ist online, Baldur bist du hier. Ah, weißt du, warum die nicht online sind? Die sind im ersten Raid. Also im diesen Low-Level Raid. Ah, okay. Ach, also. Na, du meinst den Dungeon. Nicht dieses Ding heute, halt, dieses Forsaken Requalid. Das ist ja ein Low-Level Raid. Ja, da gibt es aber noch einen niedrigeren. Es gibt ja noch den Outlaw Grove. Ich muss aber tatsächlich sagen, der Boss hat es für ganz schön in sich. Weil ich habe den heute noch mal probiert mit meinem DPS-Schwertkämpfer, der war ja noch... Ich meine schon den Outlaw Grove. Genau. Der war ja komplett unter Level der Ausrüstung gehabt, hat Glück gesagt. Und eigentlich ausrüstungsmäßig absoluten Bullshit. Und der Druid ist Glück gesagt mit dem Supporter hinterher, allerdings ohne Ausrüstung. Der hat bloß geschaut, dass er mich am Leben hält. Ich habe echt lang gebracht, bis der Boss nieder war. Der hat mich sogar zwei Mal gekillt. Okay. Nee, der Vulkano. Nee, der Outlaw Grove, der Dungeon, der erste. Ich sag, der ist ja eigentlich so für Level 10er Charaktere gedacht. Ja. Ja, das soll ja auch schwierig sein für die. Ja, der hat schon was an Kosten. Vor allem der Outlaw Grove ist ja der einzige Dungeon, der für zwei Leute konzipiert ist. Nicht für vier. Naja, stimmt. So, ich würde sagen, jetzt haben wir Übung. Dann ab direkt die gleiche Scheiße nochmal und dann plötzlich wir nochmal in den Garten. Dann haben wir alle drei zweimal. Von mir aus? Egal. Dann kriege ich wenigstens irgendwann einmal meine 50er Rüstung zusammen. Ja. Das kann ich hier wie so ein Clown rumrennen mit Zipfelmütze. Ja, mir fallen halt immer noch 10 Teile für die Brustplatte, weil, also, ich weiß nicht, wer hat sich das einfallen lassen, dass wir für die Stiefel 5 brachten, für die Brustplatte 25. Ich kann mir 5 Stiefel herstellen.
Ja, dann halt denselben nochmal. Inferno Core, okay. Ich hört sich aber nicht begeistert an. Oh, oh geht, passt schon. Gibt schlimmere Sachen. Ich bin schon da. Ja, ich spawn das ein bisschen später. Ich spiele ja Standard. Ich bin ja aktuell, glaube ich, gerade der einzige in der Runde, der Standalone spielt, oder? Ja, ich glaube. Ja, würde ich mal so sagen. Ja. Also ich bin auch oben, gut. Okay. Also auf der anderen Seite war noch einer. Da sind drei. Ich hab einen schwarzen Bildschirm, ich sehe nichts. Autsch. Das ist aber nicht gut. Ungleich. Ja, gerne. Cool. Muss man die Gegner sehen, sonst kann ich keinen Schaden machen. Ich bin wieder da. Ja, aber woher kommt das Problem mit dem ständigen schwarzen Bildschirm? So jetzt das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, die wollen jetzt mit dem nächsten Patch auch schon wieder irgendwas optimieren. Was Speicher angeht. Ich bin auch gespannt, weil sie irgendwas geheißen hat mit Speicherfreigabe von der Playstation, ob sie damit die Abstürze endlich mal weniger werden. Ist schon jemand unten? Ja, ich. Ja. Da fallen die Monster schon wieder raus. Weil ich bin ja immer noch gespannt, ob die PSVR 2 Version einen Unterschied macht zur PSVR 1. Glaube ich nicht. Oder nicht? Glaube ich nicht. Es ist ja nur ein Anzeigegerät. Genau. Ja, der Prozessor ist ja dasselbe und alles. Ja, schon. Alles. Wenn es dumm geht, wird es sogar noch schlechter. Weil es ja mehr, weil er bessere Anzeige hat, bessere Auflösung. Also frisst ja der GPU auch mehr Leistung. Das war ja eh super. Doch, die zweite schon. Das war ja eh der größte Witz, weil das. Okay, der Druide macht einen Laberschwimmer. Ja, verdammt. Ich hab's gesehen. Meine Ausdauer war weg. Baden gehen halt. Meine Ausdauer war leider weg. Weil das Update gekommen ist mit dem neuen Startgebiet, war schon mit der Academy. Hat sie ja auch den kompletten Tag nach dem Update auf der PlayStation keinen einzigen Absturz gegeben. Bei keinem. Okay. Also ich war mit mehreren Leuten online, weil ich auf der PlayStation gespielt habe und gesagt, wir sind seit 6 Stunden online, hat noch keinen Absturz. Ab Tag 2 war es wieder genauso wie vorher. Na, vielleicht haben sie da auch mit dem Server Probleme, dass sie irgendwie Daten sendet, was der PlayStation nicht abkann. Ja, was ich mir schon oft gedacht habe, auf der Quest kommen ja immer wieder die Nachladebildschirme. Und das gibt's ja auf der PlayStation nee. Nicht. Und ich vermute halt einmal schon, dass. Ne? Hab ich schon. Oder war schon. Ist schon ja. Weg. Ist schon? Ja, ich hab einfach runtergeworfen. Ja, was ich halt auch komisch finde am PC, habe ich manchmal ein Ladescreen und manchmal nicht. Beim Mapwechsel. Ja, das, wie gesagt, mit der Quest, mit den sporadischen Ladebildschirmen ist halt auch immer wieder geil. Das so zwischendrin, während ein Raid oder so, habe ich überhaupt keinen. Aber heute beim Laden, wenn ich eine Karte betrete oder so, da kriege ich ab und zu ein Ladescreen. Aber auch heute auch nicht immer, komischerweise. Also richtig einen Ladescreen habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich sehe halt nur den komischen Himmel und das war's. Auf dem PC wird halt angezeigt ein Ladescreen, ja. Aber das war's. Ja, den zeigt man meistens gar nicht an. Also ich hole den Doktor raus. Wenn ich kommt sofort das Land quasi, die Welt, ohne Monster, dann blendet sie Monster ein, dann kommt das Gras allmählich. Also ich weiß nicht warum. Und manchmal habe ich sauber im Ladescreen. Also irgendwie kriegt es nicht dauerhaft hin. Ja, von weg gesagt, ich verstehe es ja eh nicht. Also wirklich ganz am Anfang. Waren ja die Abstürze auf der PlayStation auch nicht? Das ist ja schon nach und nach gekommen. Ich habe halt das Gefühl, ich habe halt den Verdacht, dass der Server da irgendwas vielleicht aufsendet. Dass irgendwelche Datenpakete das auslösen. Kann auch sein. Weil es ist ja eigentlich alles geladen.
du siehst ja jetzt auch alles. Und dann plötzlich kommt dann ein Ladescreen bei der Sendung weg. Ohne dass sich was geändert hat. Wenn du sagst, so die ersten Wochen Blöcks hatte ich auf der Playstation zwar einmal Abstürze gehabt, aber das war ungefähr genauso häufig wie jetzt mit der Quest, also sprich so alle 4 Stunden mal oder so. Vielleicht hängt es ja mit der Freundesliste oder irgend so ein Schabernack zusammen, dass die Abstürze fabriziert. Das war nicht immer so unwahrscheinlich, dass es verpackt wird im Moment dann ist. Ja, weil es nämlich zum Beispiel bei der Quest 2 Standalone habe ich schon gehört, dass manche Leute Ladescreens haben, sogar wenn sie still rumstehen ab und zu mal. Ja, 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 das gibt so. Ist so, ja. Muss gar nichts machen. Das kann es ja nicht sein. Also kann ja dann nur irgendwas sein, was ausgelöst wird im Hintergrund, irgendeine Aktualisierung. Oder ein Heartbeat oder irgend sowas. Muss ich mir mal das Netzwerk anschauen. In dem Moment, was da wegen geht. Ja. Und was komisch ist halt zum Beispiel, warum läuft es bei mir auf der Quest eigentlich relativ absturzfrei? Also ich spiele wirklich an die 4 Stunden so durchgehend ohne irgendeinen Absturz. Und beim Druiden, der genauso auf der gleichen Quest spielt, eigentlich sogar die gleiche Baureihe, weil der hat es in der gleichen Woche gekauft sogar. Bei dem stürzt es ja plötzlich alle Stunden, anderthalb Stunden was ab. Ja. Jetzt ist mal die Frage, was hast du für einen Router zum Beispiel? Was hat der Druide für einen Router? Ich habe Fritzbox da. Wie weit bist du weg von der Fritzbox? Wie weit ist er weg von seinem Router? Na, ich bin ziemlich nah dran. Also das ist. Diesmal habe ich es geschafft, ganz nach oben. Haha, cool. Hast du auch eine Fritzbox? Ich habe einen Fritz-Repeater. Haha, Repeater raus. Repeater zocken kannst du vergessen. Ja, das sagen wir du wirst lachen, ich hänge tatsächlich über einen Repeater drin, weil mein Router 2 Stockwerke unter mir ist. Okay. Also mit Repeatern habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht bis jetzt. Ich habe halt so einen Repeater, der über das Stromnetz quasi funktioniert. Also sprich, das ist WLAN. Das ist ja kein Repeater. Ein Repeater hat halt einfach ein WLAN-Repeater, der halbiert ja die Geschwindigkeit. Deswegen hast du da hier auch teilweise hohe Delays drin und das kann natürlich solche Probleme auslösen. Ja. Wenn du DLAN hast und bist in der gleichen Phase drin, das ist ja auch nochmal ausschlaggebend, in welcher Phase dass du drin bist, dann hast du teilweise überhaupt keine Delays. Also ich habe mein 5er Playstation-Blöcksack an dem Repeater-Blöcksack mit dem LAN-Kabel verbunden und wenn ich mit der Playstation einen Download-Test mache, kriege ich 120.000 Leitung. Ja, das ist, heißt aber noch lange nicht, dass du das auch wirklich gut ist, die Verbindung. Also bei dir glaube ich, dass es gut ist, aber beim Druiden weiß ich dann nicht, ob es wirklich so klappt, wie die Konstellation ist. Ja, ist halt schon der Unterschied. Wie gesagt, ich habe ein Glasfaser-Blacksat im Keller drin. Ich kann mal 400.000 Leitung nehmen, wenn ich Bock drauf habe. Der Druide hat aber so 50.000, da haben wir nämlich eine Stelle geredet. So, ich starte mal. Naja, die 50. Mal schauen, was das ist. Vielleicht, was du auch mal probieren könntest, Druide, du kannst in der Fritzbox kannst du für ein Gerät quasi einstellen, dass es bevorzugt behandelt wird. Vielleicht hilft dir das was. Aha, okay. Das ist so ein kleiner Haken, wenn du ins Gerät reingehst, dass du die dort nur dieses Gerät priorisieren, glaube ich, im Netzwerk oder so und dann. Aber wie gesagt, das ist nur, wenn ich standalone reingehe. Jetzt bin ich mit dem PC drin, also das heißt jetzt eigentlich fast immer, und dann fliege ich nicht raus, ne? Der PC läuft sowieso besser, also. Ja. Ich habe auch nie, also hab mit dem PC noch nie einen Kick. Nee, absolut nicht. Aber ich werde mir jetzt nach dem Raid dann mal ganz kurz ausloggen, weil bei mir werden die Ladebildschirme immer mehr. Ich habe jetzt gerade schon einen dritten Ladebildschirm innerhalb von 4 Minuten gehabt. Ah, okay. Kein Problem. Gar kein Thema. Ist da keiner böse? Nein, im Gegenteil. Was willst du machen? Alles menschlich. Wenn du das bist.
Issue ist das so krass. Der kann ja teilweise Zeiten, da spielt der ein einziges Raid und kann überhaupt nicht mehr spielen. Dann fliegt der bloß noch in einer Tour raus. Und da hilft nichts. Ja. Auch der PlayStation nur ist da oder die Papo. Das war ja der ganze Witz, weil das mit den Raids und so losgegangen ist. Das ist auch der Punkt, wo ich mir eigentlich das Gerücht, was wir alle sagen, dass am Anfang mit den Raid-Roulettes, dass man wirklich nur die Belohnung vom Roulette gekriegt hat, eigentlich vorderein schon entkräften kann, weil ich habe nichts anderes gemacht und war der Erste in der Gulden, war die 43er Rüstung konnte. Weil ich ja, täglich das ist auf jeden Fall so, dass du alles kriegst beim Raid-Roulette. Ja, aber irgendwie hat sich so das Gerücht gelöstert, dass es mal so war, dass wenn du jetzt ein Roulette gespielt hast, dass du nur die Belohnung vom Roulette gekriegt hast. Und ich denke mal jedes Mal wieder, ich habe jeden Tag nur ein Raid-Roulette und ein Expert-Roulette gemacht und bin dann aus dem Spül, weil es dann... Bei mir schaut kein Mensch zu. Ich finde das traurig, aber egal. So. Schauen wir nach der Powerbank. Die zeigt voll an. Gut, fortsetzen. Super. Ich schaue, was die anderen gerade machen. Ah, da habe ich wieder eingekriegt, okay. Die sind in der, wie heißt es, in Guardian Valley gerade unterwegs, die anderen. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich die alte Invasion machen. Das kann schon sein. Ja, weil da redet der Beanie momentan immer so davor, so, ja, machen wir halt mal wieder Invasion, und die und die und die Leute, es bringt doch denen überhaupt nichts mehr. Du zeugst es jetzt denen Anfänger, damit sie es dann eh nie wieder machen. Ja, aber lass uns mal sehen. Wird dazu gut, wenn den Charge nicht zu leveln. Ja, das reicht doch schon. Da ist das Leveling Roulette besser. Ja, das stimmt schon. Und von der ganzen Punkt ist ja das. Wenn jetzt der da wirklich nur mit Anfängern durchmarschiert. Die schaffen das ja nicht mal. Ja, die schaffen vielleicht das erste Event, den neuen Boss zu killen. Das schaffen es vielleicht noch. Aber spätestens bei den Verteidigungsevents ist sowieso vorbei, weil alle zwei gleichzeitig schaffen es sowieso niemals. Vergiss es. Ja. Hast du schon neu gestartet? Nee, war jetzt geil. Ja. Und bis gleich. Ich flitze mal im Bereich, ob da den Schwert auf. Aber ich denke mir halt so, für die Anfänger ist es halt da, die wo noch keine Rage machen können, da können sie sich hochleveln. Ja, schon. Haben wir ja auch gemacht. Ich gehe mal im Party-Chat, ne? Ja, gute Idee. Ja, wechseln wir mal im Party-Chat. Angenehmer. Ja, und da ich in der Stadt bin, kann ich euch hören. Ja, kein Problem. Ja. Ich würde zwar auch noch gerne, aber ich breche noch ein paar Raid 1 Sachen, dann könnte ich auch noch mehr Sachen machen. Ach, brauchst du noch 1er Raids, Thomas? Ja, sagen wir mal so, ich müsste halt dann auf, dann wäre ich schon auf 50. Zwei Sachen habe ich jetzt schon auf 50, also klar, natürlich ist es dann einfacher, wenn man den Zweier-Rage macht, ist genauso schnell. Aber ich bin ja schon fast auf 50 oben. Ja. Wie weit bist du, Thomas? Also ich habe zwei Sachen auf 49, warte, ich schau gerade mal nach. Also die Mütze ist auf 50, dann Brustpanzer ist 49,
Handschuh ist 49, Hose ist leider 48 und die Schuhe ist 50. Also Item Level 49. Ja. Naja, eine Woche. Und bist du oben. Genau. Schau genau. Dir den Druiden an. Ne? Dann weißt du, wie der wohnt geht. Doch hier. Der hat doch die Meldeadresse von hier angegeben. Da vorne stehen doch schon die Umzugskartons noch. Vorne am Eingang. Ne? Müssen wir ihm noch sagen, dass wir am Party sind. Ah, er hat. Nicht schon. Gut. Sehe ich doch, wenn alle gemutet sind. Ja. Der Name ist halt eines in der Stadt. Ja, der Erkast, der ist aber jetzt wieder hinter dir. Ich wollte kurz sagen, wir sind doch vollzählig. Ja, ich bin gerade wieder aufgetaucht. Ja, jetzt rennen die anderen alle in den Plains rum. Ach so, ja, die sind ja in Kellen Valley ausgesagt. Ja. 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 Na, jetzt sind sie in der Stadt. Gerade im Stream. In der Stadt. Ah, hinter dir ist einer. Die Sarah. Achso, ja, da ist Sarah oder? Die Sarah, ja. Die will dich köpfen. Die will bestimmt mitmachen. Ich geh mal global. Wir auf Global gehen, wenn die anderen auch hier sind. Ja, gehen wir mal auf Global. Hi, Sarah. Ah, das ist ein Gildenchat, Mann. Ah, die ist ein Gildenchat, okay. Hi, Sarah. Hä? Okay. Gehen wir wieder Party. Keine Ahnung, wo sie hin ist. Vielleicht war es eine eigene Party. Mir ja, egal. Von mir aus. Gleiche Strategie wie eben, oder? Ja, 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 passt doch. Ich muss bloß einen kurzen Moment warten, bis ich mein Pad gerufen habe, damit ich schneller. Sonst brauche ich es ein bisschen Alarmarsch. Achso, dein Haustier. Ja, das kenne ich. Ich flitze wieder mit meinem Laserraum. Ja, ist ja normal. Ich will den scheiß Mini-Alberuf. Ich will den haben. Gebt ihn mir. Hä? Das neue Pad, den Weltenboss als Bibi-Version. Ja, den will ich auch. Vor allem der Baby Aurorus soll ja ein Legendary Kampfviech sein. Sprich, okay. Hätten gleichzeitig. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich will den aber auch. Ja. Es soll ja noch so ein riesiger Schmetterling kommen und das soll ein Legendary Speedviech sein. Aber da ja der Speedboost sowieso genervt wird, wäre dann eher so plus Stamina und Stamina-Regeneration wahrscheinlich interessant. Hier ist die erste Zwiebel, da drüben. Ich warte noch, bis du sie tot hast. So, Kanonenpuls. Ich lasse aber die Bogenschützen nicht am Leben, gell? Weil das dauert zu lang. Hätte ich mich schon mal anhätten, jetzt nicht so sehen zu lassen. Ja, bei denen brauchst du einen ewigen Abstand. Die haben viel mehr Sichtreichweite wie die anderen. Ja, Ich mach sie trotzdem gerade die eine hier. Die macht gerade so schön gemütlich. Ja, das kannst ja du machen. Ich mach heute die anderen dabei. Ja, alles gut. Ach so, läuft das. Du kümmerst dich um die Dicken und die anderen Mädels oder was? Ja. Ah, ich mach nur die eine da. Die nervt so ein bisschen. Die steht da so ein bisschen blöd da rum. Weiße Weiber können doch zickig sein, manche. Aber Gott sei Dank nur manche. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich steh doch drauf. Fängt das schon gut an, wenn die zweite Kugel schon verpackt ist.
Das muss es gewesen sein, oder? Ja. Zuck, zuck. Scheiße. Okay, der letzte entzieht sich etwas. Den habe ich doch nicht das Abo erwischt. Ja, ist gut. Ja, aber deine. Ja, manchmal geht es auch nicht anders, weil wenn es zu nah aneinander stehen, dann aktivierst du es ja wie ein Flächenschaden. Nee, der eine ist umgefallen und der letzte Schuss ist durch, ist praktisch, der hat den dahinterliegenden getroffen. Achso, ja, das wäre schon gut. Ja, was willst du machen? Ist weitergeflogen, aber da, ja. Ist halt so. Ja, aber ich bin okay, ja echt gespannt. Oben ist er auch clean. Mit dem Cyber Ninja, weil der soll ja Blöcks hat mit seiner Unsichtbarkeit-Fähigkeit anscheinend ja total auf den Bonusschaden abzielen. Und ich denke, was bringt er das in einem Raid, wenn du da mit vier Mann durchrennst und irgendeiner vorausprescht? Der macht dann alle Gegner aggro und dann bringt er das überhaupt nichts mehr. Mhm. Ja. Aber die Idee ist nicht schlecht, weil es ist ja dann eigentlich genau das, was ich gerne hätte, bräuchten würde. Ja. Naja, was halt ich eher tatsächlich interessant finde, ist halt einfach die Tatsache, dass der zwei verschiedene Waffen hat. Ja, das ist das Nächste. Und dann, was für eine Geschwindigkeit hat der? Hat der Teleport oder Speed oder was hat der? Da bin ich gespannt. Gar keine, schätze ich mal. Der wird sich unsichtbar machen heute. Der wird auch irgendwas haben. Sonst kommt der ja gar nicht hinterher mit den anderen. Naja, aber dafür hast du halt die Unsichtbarkeit. Ich schätze, dass das die Unsichtbarkeit ist, was du da auslöst. Aber es darf ja keiner, der was zockt, verraten. Wir hätten ja jemanden, der was drin verzockt momentan. Ja, yes. Ganz dumm gesagt, wenn jetzt irgendeiner zockt und schreibt es über WhatsApp, wer soll das bei dir rausfinden? Ja. Das ist einfach bloß Billiballe. Irre machen von den Leuten. Also ich finde das auch nicht in Ordnung, wenn ich schreibe, ich darf es euch aber nicht verraten. Was sagst du dann überhaupt, dass du das den zockst? Was soll denn der Blödsinn? Ja, Bini hat doch auch reingeschrieben, die war doch heute drin und die hat ja reingeschrieben das, in Discord, dass er drin war. Und dass es nicht so funktioniert hat, wie sie gemeint hat. Ich schaue mir das erst an, wenn der Scheiß Rassen ist, und dann mache ich mir davor selber ein Bild. Bei mir kommt jeder voll. Solange der nicht draußen ist, steht ja sowieso nichts fest. Mal ganz blöd. Richtig. Ah, nein. Bei mir kommen ja alles nochmal über den Haufen schmeißen. Ja natürlich. Und dann noch. Ja, weil dem SMS hat der Dung gesagt, bloß wieder irgendeine Fähigkeit dabei sei, der wieder irgendeiner komplett anders nutzt, als eigentlich geplant war und deswegen komplett overpowered ist. Und zack, wird er wieder komplett umgemodelt, weil er so unspielbar ist, blöd gesagt. Ja. Ja. Deswegen also. Ah, ich bin ein bisschen langsam ans letzte Mal. Die Viecher sind respawned. Scheiße. Mal aufpassen. Entweder ich mach's schnell oder ich kühl schnell alles. Ja, ich mach's kühlen. So. Was war denn das jetzt gerade? Ja. Zwiebelraum ist fertig. Wir haben genug, ne? Ja, dann gehst du nach oben, du mit deinem Teleport, dann. Ja, ich geh nach oben. Habt ihr genügend Rohre? Labyrinth auch? Ne, Labyrinth fehlen noch 4 Stück. Aber kann ich wohl machen, ihr seid ja eh mit Teleport viel schneller oben als ich. Also ich starte jetzt einfach umfliegen, wenn euch nur Rohre fallen oder. Also ich leg beim Eingang vom Labyrinth habe ich welche hingelegt. Eins. Machen wir nur welche Farm? Nicht, oder? Ne, braucht man nicht. Okay, ist das alles. Ah, da ist er. Okay. Ich wollte gerade fragen, ob du schon rum bist oder nicht. So. Kannst hochfahren eigentlich. Kannst hochfahren. Warte, ich komme auch gleich runter, weil ich bin direkt vom Laserraum rübergeflogen und kühl gerade die Viecher herum. Gut. Okay, zack. Komm ich runter. Flup, flup. Kannst ja, hochfahren. Kann ich hochziehen? Ja. Ja. Und der Thomas springt dann am besten nochmal schnell runter.
Genau, so wie immer. Gib mir die Röhre. Ach, ich hab ja eine Backe kleben. Ein Rohr habe ich nur in der Hand. Fehlt noch eins, warte, oder? Mal, Thomas, warte mal, ich muss eben... Im Eingang krieg ich noch eins, kannst du nehmen. Ja, ich hole noch mal eins. Ja, ist schon tot. Okay, ich habe noch zwei Rohre im Endraum. Gut, also hoch. Thomas? Jo, kannst hoch. Da. So, gib hier die Schmeiße. Na komm, Teleport. Auch fertig. Gut. Erdgeist kommt mit einem Rohr angeflitzt. Ja. Da wollte ich nur drauf hocken. Das ist der Verschleiß, damit muss man rechnen. So, ready? Ja, was ist das? Jo. Ja. Also, los geht's. So, der wird sicher wieder aufkommen. Sich gleich. Ja, aber nur ein Stück, der ist bei mir. Wow. Ja, sind sie beide tot. Ach, nein. Wieso? Was? Ah, jetzt hat's mich. Und tot ist er. Gut. Ui. Ready, thank you. Jo. So muss sein. So. Und tschüss. Oh, hab ich viele Zuschauer heute. Ihr könnt auch lieber gerne reinschauen, reinschreiben. Das wäre echt schön. Das wäre ein bisschen motivierend. Wäre echt cool, wenn da jemand reinschreiben würde in den Livestream. So zieht es ein bisschen runter, ein klein wenig, gefühlsmäßig. So. So. Wieder alle da? Nee, Baldo hat noch nicht. Ja. Ja, jetzt. Und? Der Rest ist schon alles ausgeklinkt? Nee, noch nicht mal. Wahnsinn. Sind eigentlich fast alle weg, außer es sind ein paar in einem Raid. Warte, ich schau mal, was wir gerade machen. Ich vermute mal, dass der Zwerg schon raus ist. Ja, die haben sich verabschiedet. Das ist gerade die Verabschiedung oben auf dem Tower im Stream. Okay. Ja, dachte ich mir. Jo, das haben wir knapp verpasst. Ach, der hängt im Gilden-Chat. Da ist doch auch noch ein Dulli. Den können wir ja auch noch mit reinziehen. Ja, aber der hängt da 100% im Gilden-Chat. Ja, das bringt uns aber nichts, weil der nicht mit kann. Jetzt sehe ich die Ausrüstung, dass der nicht einmal einen normalen Raid kann. Ja, okay. Ach ja. So. Hi! Hallo! Hi. Moin! Moin! Hallo! Hi! Hallo! So. Raid kannst du machen? Ach guck, da kommt ja der Rest. Ich bin noch nicht oben. Also solche Sachen, so ganz die wichtigen Sachen kann ich glaube ich nicht machen. Also wenn ich noch schade nicht oben war. Ja, ich hab's ja vor der Woche schon mal da angesprochen beim Zorox und so, da bin ich auch noch nicht dazu gekommen, da hochzukommen. Die normalen Sachen im Prinzip, sag ich mal, die Dungeons und sowas, das geht, aber die Raids dann nicht. Wir machen jetzt da bin ich nicht. Okay. Dann haben wir alle. Hm? So. Der Rest können wir da, oder was? Hier, Dokumente haben wir auch noch mitmachen? Ja, die Kimmel. Hallo. Ja, können wir nicht mitnehmen. Könnt ihr nicht mitnehmen? Dann geh ich mal hier wieder raus, weil ja, das nicht für uns. Nicht so weit ist. Also, die wollen jetzt wieder die Dinger machen, die wir natürlich nicht können. Oder ich nicht kann. Und Ausrüstung. Doch, die kann doch Raid machen. Also, die hat schon mal Raid gemacht. Ah, da muss ich mir das doch mal Mühe geben, um da bei Gelegenheit oben anzukommen. Weil das gehört 240er Ausrüstung ist. Das ist nicht einmal die 40er.
Vielleicht hat er nur die falschen Sachen angezogen. Kann ja auch sein. Warte, er ist schon geschmiert. Ja, kann natürlich auch sein. Dass er gerade komplett die gleiche Ausrüstung dann nicht wieder rausgekommen ist aus seinem. Ja, die ganze Zeit schon irgendwie. Mit dem Ton, ja. Ganz kurz weg, ich bin gleich wieder da. Gut. Dann warte nochmal kurz. Okay. Irgendwie wird das gerade ein bisschen rumgeleckt. Ja. Ach, schau mal bei mir im Live-Chat. Ah, jetzt tut sich was, das Guy, der schreibt. Haha. Du könntest ja halt theoretisch mitmachen, aber das sind ja manchmal auch so Sachen, da weißt du auch nicht, wie lange das dauert. Nicht traurig. Manche Sachen sind ja noch ein bisschen größer. Wir haben ja dich noch alle lieb, Thomas. Hey, danke. Danke, Sky. Das ist schön. Genau, gehen wir nochmal in den Wald. Dann gehen wir nochmal auf Party-Chat. Dann machen wir nochmal da einen Wald unsicher. Ist man hier Pause oder Yoga? Der macht kurz Pause. Okay. Ich messe aber dann tatsächlich eh nur auf jeden Fall möglichst um 11 oder so zu meinem Schwertkämpfer zurückwechseln, dass ich die Weeklies noch fertig machen kann. Mir fehlen beim Infernal Core noch 15 Gegner. Vor 1 Uhr, ne? Richtig. Also, so lange mache ich eh nicht. Noch ein Reset nicht annehmen. Ja, wenn wir zum gleichen Tempo die Raids nochmal durchblitzen, dann sind wir um 11 fertig. Wieder da. Ist ja noch früh. Also ich würde jetzt vielleicht noch 2 machen oder 3. Und dann würde ich eh aussteigen. Mehr können wir eh nicht. Wir haben jetzt schon jeden 2-mal. Ja, da würde ich die 1er Rage machen zum Beispiel. Ach so, ja. Kannst du dann eh mal schauen, vielleicht hast du ja schon 5 Stiefel. Unwahrscheinlich aber möglich. Ja, deswegen brauche ich ja die 1er Rage. Rage. Ja, aber du kannst ja mit die Rang 2 Sachen direkt auf Level 50 Gabe Glückstadt. Ja, natürlich. Genau. Macht dann. Kannst du gucken. Aber ich habe gesehen, diese gelben Sterne, die die sind auch auf Körperteile geeicht, ne? Also ja, ja. Beim einen steht hier Kopf, Head Armor, bei dem anderen steht bei mir Feet. Also für die Füße. Ich habe einen für den Kopf und 3 für die Füße. Ja. Aber das Problem ist halt, dass jedes ein anderes Verhältnis hat. Bei den Stiefeln brauchst du nur 5 Teile, bei der Brustplatte 25. Ja, glaube ich wohl. Deswegen habe ich mir die Stiefel mit meinem Magi habe ich ja die Brustplatte schön für den Schwertmeister gemacht. Verstehe eh nicht, warum das überhaupt möglich ist. Ah, der Sky spawnt gerade. Ah, schade. Muss kurz warten, wir sind gleich wieder da. Ah, okay. Der ist ja eh schnell. Das ist ja Urlaub. Ich hab den jetzt, glaube ich, 3-mal gemacht gerade. Macht nichts. Okay. Aber nicht als 2er, oder? Nicht. Richtig. Das ist 2er Raid. Das wage ich zu bezweifeln, dass du den jetzt auf Rang 2 3-mal hintereinander gemacht hast, weil hast du uns auf Rang 2 nicht. Ach. Ja. Auf Rang 2 habe ich aber heute schon einmal. Einmal habe ich schon mal heute auf Rang 2. Mit irgendwelchen da. Ich habe doch keinen Armbreaker drin und ab hier. Ist immer schwierig, Rang 2 Leute zu finden, tagsüber. Ja, genau. Ja, das stimmt. Einmal hat es geklappt und dann überhaupt nicht mehr. Ja. Ist das schon einer oben am Rumpfling? Ja, schon. Ich war einmal im Final Core drin und dann war ich auf einmal alleine da gestanden beim Boss. Ja, das hast du auch noch, dass du Anfänger abbauen, weil sie Angst haben. Das ist Überraschung, das ja, ist halt sehr nervig. Aber in Normalfall hast du den Rang 2 Raid. Ja, da kannst du gar keinen Anfänger haben, weil die Mania Level 48 sammeln, um überhaupt mitmachen zu können. Ja, das ist das Einzige, ne? Auf die 2er Raids, da hast du keine kompletten Loser. Aber. Jetzt fliegt runter. Ach, da fliegt noch einer rum. Das war ein Fehlversuch. Hier hinten ist kein Ei. Du musst wissen, wo die zweite ist. Doch. Die kam bloß dahinter und konnte eine habe ich. Ah, er hat sie.
Da will mich doch jemand permanent runterschießen. Ich glaube, ich spinne. Ja, natürlich. Aber inzwischen kann ich mich im Flug fest... Oh, doch nicht. Doch nicht festhalten. Zu früh, Freunde. Ja. Irgendwas geht gerade ins Discord ab. Kann keine Godstones wechseln. Aha. Ich schaue aus dem Discord immer mal wieder bei Sanderson, ob wieder irgendwas bekannt gemacht, wann es das Update endlich kommt. Im Endeffekt muss ja die nächsten 3 Tage kommen. Angeblich, ja. Ich dachte, 9. der Ninja kommt schon, aber der kommt gar nicht. Nein. Junge, ich werde das Ding nochmal neu bauen. Das kostet mehr Geld. Also ich komme gar nicht mehr hoch. Die haben mich jetzt so auf Sicht hier. Ich bleib tot. Sag mir Bescheid, wenn ich beten soll. Okay. Hallo, bist du auf dem Fahrstuhl? Ich bin schon oben. Okay, wir fahren hoch. Bist du mein Boss? Nee, ich bin einfach nur weitergerannt. Achso, okay. Kannst du über oben einfach durchteleportieren, nicht? Richtig, du kommst ja theoretisch komplett bis zum Boss durch, ohne Probleme. Ja. Muss mir mal zeigen. Ja, das ist die Frage, ob du das überhaupt schaffst, Blöcksack, weil ich teleportiere mich ja da unterm Flug. Das ist ja das, was ich schon mal gesagt habe, wo ich mal üben war. Ja. Okay. Da braucht schon ein wenig Übung drin. Richtig. Also kurz vor und mit Höhenangst geht's schon. Geht's auch nicht. Mitten im Flug geht's nicht. Ach. Du musst die Arme nach vorne reißen, dass die Fluganimation endet und direkt einen Teleport auslösen. Also ich bin hier unten. 13 auf jeden Fall Chancen. Ah ja, perfekt. Gut, ich nehm's Ei mit. Ich geb's dir dann wieder. Machen wir dann eine Fahrschule. Da schenke ich dir. Bitte, einer fehlt noch. Hier, komm schon. Und los. Ey, ich hab nicht mitbekommen, dass ihr die Kugel schraubt. Wir haben bloß gedacht, wo alle weg waren. Die haben es doch schon. Ja, die sind schnell mittlerweile, gell? Ja, aber weißt du, der Punkt ist halt einmal wieder, ich kann halt auch irgendwem erklären, weil man da einhändig an der Kette hochklettert. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja. Ja, das könnte ich auch nicht. Wie geht das? Wo sollen die Kugeln mit einer Hand hochziehen? Wie soll ich das erklären? Ich ziehe mich halt mit einer Hand hoch. Mach's einfach. Richtig. Das ist halt der Punkt, ich reagiere halt plötzlich im echten Leben so schnell, dass bevor ich anfange zu fallen, die Hand schon wieder oben dran ist. Ah ja, okay. Also echt, das geht mit einer Hand? Das ist ja ein Ding. Ja, du musst halt nur in echt schnell genug sein. Aber ich kann dir halt schon mal garantieren, im Sitzen funktioniert das nicht. Ja, ja. Das kannst du knicken. Ja, du kannst ja den Impuls von den Knien ein bisschen mit benutzen zum Hochkommen. Erstens das und zweitens hast du halt blöd gesagt, eine ganz andere Armfreiheit, wenn du stehst. Ja. Ich könnte dann niemals mit meinem Schwertkämpfer im Sitzen spielen, beim Magier geht es ja mehr. Das geht nicht. Das geht nicht, da hast du recht. Langsam reicht es mir. Ich fliege jetzt zum zweiten Mal über die Kette. Ich hab kein Stamina mehr. Oh, der hat schon wieder alles auf. Der ist ja richtig cool. Alter. Gib eine Ruhe, ich bin dämlich, stelle ich mich gerade an zum Hochkommen. Ah, ich bin aber nicht letzter, das ist schon mal gut. Ja, häng dich dann einfach an der Seite an Aufzug dran, wir sind nämlich schon drin. Der war gut, gell? Ja, funktioniert. Ja, passiert. Ja, das ist ja eh. Das wirst du eh schon, das siehst du öfter mal, wenn es mit irgendwelchen zufälligen Leuten Glückshard im Raid reingehst. Den Weg, den wir jetzt hier gehen, den macht keine Sau. Die glitschen sich alle durch den Aufzug durch. Oh ja. Und dann hast du teilweise Leute dabei, die glitschen sich dann in die Scheibe fest und kommen dann immer raus. Ja, das hatte ich auch schon geschafft. Ja. Und dann komme ich teilweise angerannt, sehe nur, wie sie halt zu dritt dastehen und alle irgendwie rumfuchteln, weil der Glitch mal wieder nicht funktioniert. Denk mal.
Alle, wir können Fahrstuhl nach oben. Heb dich fest. Und war schneller als ihr mit eurem Geglitsche. Gut, hoch. Stakler? Dr. Brummer nicht? Ja, ist schon dran. Also, denkst mal jedes Mal wieder, die holen mit der Glitscherei überhaupt nichts raus. Vor allem am besten sind da die, die sich von Anfang bis Ende zum Boss durchporten und dann der Aufzug fehlt. Und dann dauert der Bosskampf auf einmal 5 Minuten. Denk mal, Alter, ich stelle mich auf den Aufzugballer runter, Boss ist in einer Minute tot. So schön, ja, wenn der Fahrstuhl das auch in den Köpfe. Ja, seid ihr schon oben beim Boss? Ja, kann späten. Ja, manche kapieren das ja nicht, dass man von oben auch drauf schießen kann. Ja, vor allem das Problem ist halt, du musst am Aufzug relativ weit vorne stehen, weil sonst reicht die Schussreichweite gar nicht. Die Schüsse, die spawnen kurz bevor sie aufschlagen. Das Problem ist halt, wenn du da irgendwo am Rand draußen stehst, du kannst nicht mehr auf die Mitte ballern. Du kannst nur noch auf die Schädel ballern. Durch das zwängt ja den Bosskampf quasi ewig unnötig in die Länge. Oh, bevor der gleich tot ist, glaube ich, muss ich runtergehen. Ich kann nicht so weit werfen. Kann ja, ich die Kugel doch auch da überhaupt oben stehst? Wo Gott sagen, das hat doch gerade funktioniert. Kann ich die Kugel auch hinschmeißen dann, ne? Ja, du kannst die Kugel in die Mitte treffen, das funktioniert normal. Ja. Der erste ist eh schon tot. Der ist komplett schon tot. Ich finde es gerade echt geil, dass ich jetzt gerade 5 Brustteile hintereinander gekriegt habe. Ja, du hast ja doch schon gesagt, dass es einen gibt. Ja, wie gesagt, ich habe meine Hose schon fertig gehabt, bevor ich einen Helm gehabt habe. So, und ab raus. Oh, ich bin schon aus dem rausgeglitscht. Tschöp. Hui. Ja, ist geil. Da warst du ein klein wenig zu spät. Aber wir sind gleich da. Das passiert halt. Jetzt haben wir nur noch einmal Garden, einmal Infernal Core und dann war's es. Haben wir alle durch. Ah, das Guy steht da hinten. Over here, Agent. Jetzt sieht er mal seinen Charakter mal wieder, wie er rumhängt. Ach, das ist geil. Ja, der wollte mitmachen eigentlich. Ja, aber Rang 2 kann er eh nicht mit. Also wenn, dann müssten wir jetzt eh aufhören, Glück gesagt. Das ist immer das Nervige mit dem Level Cap. Nee, ich würde sagen, wir machen aber jetzt noch die 2, Punkt 2 und dann kann man immer noch schauen, was man danach macht. Ah, ich mache eh nur noch einen mit und dann verabschiede ich mich eh. Jo. Infernal Core oder Garden? Nee, egal. Weil Pilar sind wir durch. Ja. Mehr geht nicht mehr. Jetzt ist er gerade wieder da. Wir würden jetzt noch einen machen, weil wir machen gerade die Rang 2 Raids. Sag mal, aktuell ist der Stand 10 Minuten brauchen wir für einen und dann werden wir wieder da und dann schalten wir eh um. Auf den 1er-Raid. Ja, weil ich komme dann mit dem Schwertkämpfer wieder online. Ist das okay, Sky? Das sein, jo, ich glaube, der hat sich gemutet. Er will nicht mit uns reden. Ja, wir können dich nicht hören. Aber du uns, gell? Ja. Ey, schau mal, wenn es auf Chat-Symbol. Naja, wenn du auf dein Chat-Symbol gehst, geh mal auf das Zahnrad und guck mal, ob bei Status bei Channel Connected steht. Ah. Jetzt, oder? Nee. Hörst du uns jetzt, ja? Sky? Can you hear me? Nein, hat er nicht. Ich glaube, wir hören uns, aber wir hören ihn nicht. Genau, so, das hatte ich auch schon. Jetzt müsstest du hören. Ah, jetzt. Ja. 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 Also hast du das vorhin verstanden, was ich gesagt habe? Ja, was mit Raids habe ich noch gehört. Ja, wir gehen jetzt nochmal in den Rang 2 Raid, da kannst du eh noch mehr mit. Das dauert jetzt aktuell, also aktuell bei uns im Tempo 10 Minuten, dann sind wir wieder da. Der Thomas ist dann eh raus, wir schalten dann eh auf Rang 1 Raids wieder um. Also ich gehe mit dem Magier raus, gehe mit dem Schwertkämpfer wieder an.
Und dann halt, wer Lust und Laune hat, Rang 1 Raids. Mhm. Also gesagt, in 10 Minuten circa sind wir wieder da. Okay, ich guck's mir. Gut, genau. So. Garten oder entfernen? Ich glaub, das ist jetzt die Frage. Guckst du da raus? Mach lieber Garten. Genau, ich guck einfach so in Lärm. Muss ich wieder Räder drehen? Genau. Naja, das war's. Komm, du kannst das so gut. Ah, Garten. Ach, das ist schön. Ich renne jetzt wieder so in den Garten rein. Ja. Ja. Heute Nacht steht er da. Ein Bett liegt und macht er so. Ey, du wirst lachen. Ich bin tatsächlich mal am Montag in die Arbeit rein mit Muskelkater vom Räder drehen. Das glaube ich, das geht auch tierisch in die Arme. Das ist auch so. Vor allem, wenn du schon dreimal Rang 1 gemacht hast und dann noch zweimal Rang 2 hinterher, da so fünfmal die gleiche Scheiße hintereinander. Alle nicht vergessen, Skype. Am liebsten ist 20 Sekunden Zeit versetzt. Was haben Sie für ein... Tätigkeit am Wochenende getan. Ich habe am Rad gedreht. Ja, immerhin. Andere könnten neidisch sein. Ja. Oh, 25 Gegner muss ich töten. Was heißt das? Nee, das, ja, das ist eh verbuggt. Keine Monster anschießen mit dem. Nee. Ja, ich habe gewartet. Genau. Hab extra gewartet. Einfach durch rennen lassen. Ich war so lieb. Ist ja kein einziger. Bist du lieb zu dir selber, sonst wird es schwierig. Ja, für mich, ja. Aber Bini ist ja auch bei mir. Alle warten, gell, Bini? Ja, ich mach erstmal ein Tier. Luide, wir hören dich nicht. Ihr hört mich nicht, doch. Doch. Druide. Achso. Okay, Druide ist wieder verbuggt. 9 Uhr. Zack, 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 irgendwie so. Müsste stimmen. Gebe ich hier denn da drauf? Dass der mir immer beide Zwiebeln reinschmeißt, das ist so zum Kotzen. Macht tatsächlich stattdessen beide Röhre gleichzeitig. Das funktioniert besser. Ja, aber Zwiebeln und beide Hände heben und dann ein anderes Rohr, das macht er mir nicht. Das ist zum Kotzen. Wieso ist der Strahl noch nicht offen? Okay, ein Stückchen. Weiß ich nicht. Ich habe hier unten die Dings, aber kann die Röhre nicht greifen, ne? Die sind... Okay, ist ein clear. Rohr. Kann sich jemand schnappen. Ach, kannst du nicht an das Rohr ran? Okay, ich schnapp. Ne. Das muss doch frustrierend sein für Frauen. Ja, manchmal bin ich schon ein wenig versaut, ich gib's dir zu. Aber nur ein bisschen. Oh, so eine blöde Bogentante. 12 bin viel so. Zu schwach, Betty. Ich komm nicht an das Rohr. Ja, was ist das? Ich schmeiß Zwiebeln rein, ein Rohr muss da oben wie anders da holen. Ja, ist okay. Mach ich. Kein Problem. Die, wo ich holen kann, die Rohre, die nehme ich, aber... Gesagt, ja, das gibt's. Ich müsste dann im Stehen wechseln, bis ich dann die Kamera wieder neu positioniert habe, kann ich es gleich sein lassen. Ja. Hey, wieso Kamera? Mit was sprichst du? Ja, mit der Quest. Also heute muss ich umswitchen, dass ich dann im Stehen wieder spiele. Dann geht's nämlich im Sitzen, wenn du spielst und stößt es ein, ja, kannst du die Rohre nicht greifen. Du musst doch eigentlich nur vom Spiel selber ins Menü gehen. Ja, meine ich ja damit. Ja, das ist so eine Sache. Hier sind wieder keine Zwiebeln. Ja, aber kein Bock jetzt gerade. So, nee, das hat die Wand meine Zwiebel geklaut. Das gibt's. Ja,
Das kennt man doch schon aus Evolution. Der Baum hatte Hunger. Sag mal. Gibt es eigentlich noch ein paar Idioten, die den Film so feiern wie ich? Da kennt den wieder keiner. Evolution? Wie heißt der? Das ist doch das mit dem Shampoo. Wo der Meteorit einschlägt oder innerhalb von kürzester Zeit so eine Zivilisation entsteht, sondern einfach zum Schluss dasteht, Head and Shoulders für alle Fälle. Ja, das so, war Laser, nicht, das war Laser. Ja. Im Labyrinthraum habe ich die letzten beiden, die im Eingang sind, darüber. Sehr gut. Headset, Akkustand niedrig. Ich glaube, ich muss dann Powerbank wechseln. Besser ist das. Kann ich ja schneller machen. Wie sieht der Zwischenstand mit den Rohren aus? Hier, Zwiebelraum ist fertig. Labyrinthraum ist fertig. Jo, dann ist nur noch der Endraum. Ich bin übrigens schon oben und habe schon alles gekillt. Wow. Ja, wir kommen sofort. Ja, nimm schon mal zwei Rohre wieder mit. Perfekt. Wenn einer. Wieso bleiben im Zwiebelraum eigentlich manchmal Rohre übrig und manchmal nicht? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Es bleibt eigentlich nur eins übrig. Ja, und das eine habe ich mitgenommen. Durch diese doppelte Einlage. Dadurch, dass man zwei reinmacht, glaube ich. Ja, das macht ja noch ein Zoll nichts aus. Nee, hallo. Aber Rohre, du hast nimmst ein noch ein Rohr mehr, wie du brauchst im Zwiebelraum. Haben wir alle Rohre? Kann hochziehen. Okay. Ja. Oh, das ist schon oben. Ja, ein Rohr. Gut. Zwei. Ein Rohr habt ihr da liegen lassen. Brauchen wir das überhaupt noch? Hochziehen. Ich geh nochmal runter. Nee, brauchen wir doch gar nicht mehr, oder? Ne? Ich glaub nicht. Okay, zieh mal hoch. Komm, scheiß Fluganimation. Also zwei hab ich abgegeben. Ich habe zwei abgegeben, hier sind nochmal zwei. Zack. Okay. Fertig. Fertig. Hat sich erledigt. Boah, Blitzaktion. Ja, so muss wir brauchen 9 Minuten, Bro. Run. Boah. Haben wir vorhin gestoppt. Egal welche. Ja, die nehmen sich überhaupt nichts. Nicht einmal der Infernal Core, das macht überhaupt keinen Unterschied. Wahnsinn. Ready? Nein. Let's go, oder? Okay. Ja. Oh, da verkriecht sich gleich woanders hin. Da ist er, yep. Also ich hab die Abo. Ganz was Neues. Geile Aktion. Und so muss das. Was zockt der Bruder denn genau? Traumhaft. Keine Ahnung. Vielleicht hat er es nicht mal geschafft mit seinem Akku. Boah, ist das ein Gemetzel. Voll cool. Das passt ja voll geil. Ah, da ist auch eine ganze Herde jetzt hier. Ah, die Fabine ist auch da. So. Ey, Fabine. Hi. Ah, das Guy ist auch wieder da, gut. Ah ja, dann mache ich mal meine Kameraperspektive mal. Für den Abschied. So.
Passt das? Das muss ich jetzt Sky mal einladen. Sky, machst du mir das? Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht richtig cool aus. Also, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt immer gerne fleißig rein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wie gesagt, nächste Woche reinschauen, weil da kommt ja unser Gildenchef, kommt ja nächste Woche vielleicht. Also, dass ihr auch Bescheid weißt, also, dass unser Gildenchef vorbeischaut. Der Patrick von der Zockstube, Lord Schwanzelott, um genau zu sein. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt und es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.